und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit The Sims 4 und unserer unterschiedlichen Stammbaum-Challenge. Und heute ist der 1.1.2023. Das heißt, wir beginnen das neue Jahr direkt mit unserer Lieblings-Challenge. Und wir freuen uns alle sehr drauf. Dadurch, dass wir jetzt sehr viele Wochen nicht mehr gespielt haben, würde ich jetzt gerne nochmal eine Zusammenfassung machen. Für alle, also für euch auf YouTube, die jetzt Part für Part, Stück für, also Stream für Stream jetzt nachgeschaut haben. Ihr könnt es natürlich gerne skippen, weil ich glaube, wenn ihr das jetzt schon zum 5. Mal wieder von vorne hört, wie alles zusammenfasst, nervt euch vielleicht auch. Deswegen könnt ihr dann einfach vorspulen. Für die auf Twitch, die jetzt gerade live zuschauen, für die ist es natürlich super, wenn ich das dann nochmal wiederholen kann, die vielleicht auch nicht regelmäßig zuschauen konnten. Genau, also ihr auf YouTube habt ja sowieso die Spulmacht, die auf Twitch nicht, weil die müssen sich das jetzt geben. Leute. Okay, gut. Dann würde ich mal, ich lese mir das mal ganz kurz durch. Ja, ich glaube, ich lese das einfach nochmal vor. Meine Mods haben das so wundervoll zusammengeschrieben. Ihr werdet an der Seite übrigens auch schon ganz lieb von den Twitch-Zuschauern begrüßt. Ich lese euch das jetzt einfach vor, okay? Die Geschichte unserer Generation mit Nova. Nova ist die dritte Generation. Und bei der unterschiedlichen Stammbaum-Challenge geht es generell darum, dass jede Generation komplett unterschiedlich ist zu der Vorgeneration. Unsere erste Generation zum Beispiel hat auf der Farm gelebt, hat das Farmleben gelebt. Also das Farmleben war das Leben, was sie wollten. Und natürlich wollten sie das Farmleben leben, auch an die Kinder weitergeben. Aber die, Blake, der Sohn, hatte null Interesse daran. Der wollte raus in die Welt. Der wollte in eine große Stadt ziehen und dort Politiker werden und die Spitze der Politik erreichen. Hat er geschafft. Seine Tochter Nova stand immer extrem unter Druck, weil ihr Vater und ihre Mutter, die Ärztin ist, by the way, wollten immer sehr viel von ihr, haben immer sehr, sehr viel von ihr verlangt. Und nachdem herausgekommen ist, dass Nova in der Schule die Schule abgebrochen hat, kam es zu einem großen Streit zwischen Nova und ihren Eltern, weil eben die Eltern unbedingt wollten, dass sie großartige Karriere macht, dass sie erfolgreich wird und, und. Als Konsequenz will Blake sie ins Internat schicken, doch Nova will das nicht akzeptieren. Deswegen packt sie heimlich nachts ihre Sachen und beginnt einen Neuanfang mit ihrem Dackel Jimmy Choo in Solani. Was sie nicht weiß, ihr Vater engagiert einen Privatdetektiv, um sie zu finden und zu beschatten. Nachdem Nova von zu Hause weg ist, fällt ihr der gut aussehende fremde Mann auf. Er taucht immer mal am Verkaufsstand auf und hat nicht nur Augen für die Artikel, sondern auch für Nova. Ob Nova nach all den Jahren alleine jetzt endlich einen Seelenverwandten gefunden hat, der es aufrichtig mit ihr meint? Nova ist ganz fasziniert von ihm und merkt nicht, dass der aufregende Fremde immer wie zufällig in ihrer Nähe auftaucht, als wenn er genau wüsste, was sie gerade macht. Okay, Dominic ist der Privatdetektiv eben, der von Blake engagiert wurde, um Nova zu finden und zu beschatten. Er wird Novas erste Affäre. Was Nova nicht weiß, Dominic ist verheiratet. Nachdem sie getechtelmechtelt haben und zusammengekommen sind, trennt sich Dominic wieder plötzlich von Nova und lässt sie mit gebrochenem Herz zurück. Er hat sie wieder verlassen, weil er plötzlich gemerkt hat, scheiße, wenn Blake das rausfindet, der Vater von Nova, dann ist richtig was los. Und er hatte richtig Angst vor ihrem Vater, weil der sehr viel Einfluss besitzt natürlich und auch Macht besitzt in der Stadt. Und deswegen hat er gesagt, ich verlasse sie lieber, renn weg sozusagen. Und dann ist er einfach abgehauen und hat sie zurückgelassen. Und Nova ist sehr verletzt gewesen. Und dadurch, dass sie dann auch keine Jungfrau mehr war und gemerkt hat, so hey, sie wollte sich halt immer für den Richtigen aufheben und dieser Richtige hat ihr halt extrem das Herz gebrochen. Dann hat sie sich halt nicht mehr anders zu helfen wissen und hat, als sie eines Nachmittags mal am Strand lag, einen Mann kennengelernt und als plötzlich Dominic hinter der Bar aufgetaucht ist, weil er sie ja beschatten muss und in ihrer Nähe sein muss, ist sie total durcheinander gewesen und hat einfach auf ganz dumme Gedanken mit dem Typen rumgemacht, den sie da getroffen hat. Sie hat einen Techtelmechtel und somit eine weitere Affäre. Und diese Affären staffeln sich jetzt langsam ein bisschen. Also sie hat jetzt schon mehrere Affären gehabt und ihre Generation ist auch eine ganz andere Generation. Die erinnert mich ein bisschen an unsere Werde-Berühmt-Challenge auf unserem YouTube-Kanal. Denn bei ihrer Generation ist die Besonderheit, ihr Lieben, sie habe 5 Affären, heirate deine erste Affäre und bekomme 2 Mädchen. Das heißt, sie wird am Ende wieder mit Dominic zusammenkommen. Und, also wir wissen schon relativ viel, wie es weitergehen wird, aber das bleibt deswegen trotzdem sehr, sehr spannend. Das heißt, sie wird dann mit ihrer ersten Affäre wieder zusammenkommen mit Dominic. Er wird sich bei ihr entschuldigen und so weiter und so weiter. Dann werden sie zusammenkommen und heiraten. Mit diesem Mann wird sie 2 Kinder bekommen. Dann wird sie aber währenddessen rausfinden, dass er sie all die Jahre belogen hat
Wahrscheinlich wird er dann vorher mit ihrem Vater reden und er wird sagen, ja, besser bist du das, der sich um meine Tochter kümmert, heiratet ruhig und so. Und sie wird halt rauskommen, dass er sie all die Jahre hintergangen hat. Und dann wird sie weiterhin ein Techtelmechtel mit jemand anderen haben währenddem. Und sie hat nämlich einen Brieffreund und, ach Gott, Leute, wo soll ich überhaupt, sollen wir einfach weiterspielen? Sie hat dann mit dem Brieffreund auf jeden Fall ein Techtelmechtel und betrügt ihren Mann dann mit dem Brieffreund. Und dann passieren tolle Dinge und sie lieben sich für immer und ewig und dann sind sie für immer zusammen. Es ist kompliziert, es ist einfach viel, wisst ihr? Es ist kompliziert und es ist viel. Stachelbeere, Hallöchen, wir spielen jetzt einfach weiter und ihr erfahrt das nach und nach. Und Melli, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Dankeschön für deine 100 Bits natürlich und frohes neues Jahr auch an dich und schön, dass du da bist. Ganzes Leben geplant, aber wir haben immer wieder Unerwartsamkeiten. Gut. Oh. Ey, was mache ich denn da unten? Nee, will hier hoch. Ich kann mich auch da hoch machen. Vielleicht störe ich da oben am wenigsten. Nee, das störe ich schon, ne? Das wäre ungewohnt, wenn ich plötzlich da oben wäre, oder Leute? Das wäre schon komisch, ne? Kleine Skorpionin, Hallöchen! Das wäre einfach komisch, wenn ich da oben wäre, oder? Mach ich lieber hier, ne? Stimmt, ey, ist, wenn dann oben ein Event ist und so. Mhm. Mitte unten. Oh Gott. Nee, das ist doch voll wild. Bleib da, wo du immer bist, gell? Wir ändern nichts im neuen Jahr. Nimm alles, 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 Leute. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Genau, Andi. Ja, ganz genau. So, das ist Novas Haus, ihr Lieben. Also für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, ihr dürft euch jetzt nicht wundern, denn wenn ihr den Ende vom letzten Part, die das Ende vom letzten Part seht und diesen Part, dann werdet ihr einen ganz kleinen Unterschied erkennen am Haus. Wir haben nochmal einen ganz mini kleinen Stream damit verbracht, das Haus nochmal ein bisschen umzubauen. Aber es ist nicht hochgeladen. Aber es ist auch nicht schlimm, weil das war wirklich nur so ein random, wir bauen noch ein bisschen das Haus um Stream. Deswegen tue ich euch das jetzt. Also so sieht jetzt aktuell unser Haus aus. Es ist ein bisschen dunkel gerade. Das Badezimmer ist der schönste Raum der Welt. Wir haben es modern holzig gemacht. Ne? Voll schick, gell? Ria, Hallöchen! Und da schläft unsere Maus gerade schon. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber unser Jimmy Ju ist leider schon zum Senior geworden, tatsächlich. Das ist voll krass. Ja. So, sie schläft jetzt und da müssen wir mal gucken. Was ist denn das jetzt hier noch? Ach so, wegen Batu. Nee, machen wir ja gar nicht. Wie viele Affären hatten wir denn jetzt schon? Habe 5 Affären. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch eine weitere Liebschaft. Wir waren schon in... Oh, jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, ne? Wir müssen uns konzentrieren. Ja, ist so, Girl. Also, wir brauchen... wir waren in... Selvadorada. Wir waren in Batu. Das heißt, wir müssen als nächstes nach diesem anderen da, ne? Was ist denn jetzt? Oh nein, das ist nicht gut. Ach du wieder. Wer bist du überhaupt? Ich habe schon Schreck gekriegt. Okay, das heißt, wir werden heute reisen in unser letztes Urlaubsland und werden dort den letzten Mann kennenlernen. Und zu Weihnachten, haben wir gesagt, werden wir zu unseren Eltern nach Hause fahren. Tiger Mika, Hallöchen. Oh mein Gott, so lang geschlafen. Crazy. Und Lina, Hallöchen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Also wir werden jetzt heute Morgen ganz früh aufbrechen, würde ich sagen. Ach nee, warte mal, nicht über M. Sondern wir reisen jetzt in dieses Land. Ne? Ins Gebirge. Oh. Weil da waren wir noch nicht. Urlaub nehmen, doch. Mit Jimmy Choo natürlich. Akuma, Hallöchen, das wünsche ich dir auch. Frohes neues Jahr. So, komm, Girl.
Dankeschön, Jen. Schön, dass dir das Haus gefällt. Das freut mich. Genau, wir waren in Salvadorada und wir waren in Batu. Das heißt, wir reisen jetzt nach Grand Falls. Oder wie man das ausspricht. Ich weiß es immer nicht, ne? Ich weiß es immer nicht. Wollen wir campen oder wollen wir uns ein Haus nehmen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich so eine kleine Hütte mietet, oder? Die günstigste vielleicht. Das hier einfach. Ja, nimmt sie sich eine kleine Napf mitnehmen? Ich noch einen einstecken? Ich guck mal lieber, du hast recht. Ja, wir haben noch alles einstecken. Sehr gut. Okay. Jimmy Choo, Jimmy Choo, Jimmy Choo, 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 Jimmy Choo, Jimmy Choo. Haus nehmen, campen, campen. Ich weiß nicht. Sascha, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Oh, das hört sich toll an. Ja, ich wünsche, vielleicht sehen wir uns später nochmal, klar. Und Dankeschön, Dankeschön. Also ich glaube, wir nehmen das kleine Häuschen, weil auch in Salvadorada hat sie ja auch nicht gecampt in dem Sinn, sondern hat ja auch so ein kleines Häuschen gehabt. Ich glaube, das ist schon schön, weil dann hat sie da auch, campen ist lustiger. Was denn jetzt, Leute? Anouk, Hallöchen, frohes Neues. Ich mache jetzt eine Abstimmung. Ich mache eine Abstimmung. Wir machen das jetzt ganz demokratisch. Wir machen jetzt campen oder im Häuschen wohnen. Campen. Häuschen. Bam. Was macht man? Sarah, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, nicht Geld zu cheaten. Also Geld cheaten macht das Spiel unglaublich schnell super langweilig. Das hilft schon mal sehr. Und wenn du das Gefühl hast, also wenn du kein Geld cheatest und du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, es wird mittlerweile langweilig, dann kann ich dir empfehlen, mal eine Karriere auszuprobieren, die du noch nie gespielt hast. Oder ein Szenario zu spielen. Das kann ich auch mal sehr empfehlen. Und Anja, Hallöchen! Also das sind toll, also sind schon so zwei Möglichkeiten, die dir echt helfen, dass es ein bisschen besser wird. Und JB, Hallöchen, willkommen im Stream und Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. So, was machen wir? Campen oder? Okay, campen, 44 Stimmen, Leute. Ich wollte doch nicht campen. Aber ihr wollt campen, dann campen wir halt. Ja, ihr habt ja recht, das passt hier halt gut. Aber so eine kleine Waldhütte würde auch passen. Ich meine nur, das würde schon auch passen. Aber wir campen. Wenn ihr gerne campen wollt, kein Problem. Dann machen wir das doch. Mir ist das doch wurscht eigentlich. Komm, wir campen. Wir machen mal 3 Nächte. Wir können ja immer noch verlängern oder abkürzen. Das ist ja kein Problem. Zelt hat sie eh einstecken. Also NP, sie ist ja ein Independent Woman. Sie hat ja einfach immer ein Zelt in der Hosentasche. Und Swimlena, Hallöchen. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ja, nee. Kuchen backen, die hat morgen Geburtstag, deine Schwester. Oh, schön, Melli, viel Erfolg beim Backen. Bin bei meiner Okkult-Challenge, gerade bei der Vampir-Generation. Oh, spannend, ey, spannende Generation. Nova, du hast ja gar nichts angehört. Was ist denn da los? Huh. Na gut. Wir stellen mal das Zelt auf. Hier so vielleicht in den Busch rein. Machete hat sie dabei. Den Napf stellen wir mal dazu. Ist Nova schwanger? Dann war eine Windel in der Denkblase. Ah, das wäre jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Nova, du hast dich jetzt. Nee! Nee, das ist sie bestimmt nicht. Sie hat vielleicht ihre Periode. Ja, sie hat ihre Periode. Toll, dass wir bei der Periode erstmal ein bisschen Urlaub machen, ne? Mit dem Zelt. JV, Hallöchen. Willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Guckst du sonst Videos von mir oder? Also kennst du mich schon? Das hört sich an, als kennen wir uns schon. Boah, wieso ist mein Rechner so laut? Hört ihr das? Während ich rede, hört man meinen Rechner pusten. Entspann dich! Arg ist nicht auf! Es ist nur Sims! Der tut gerade so, als hätte ich Arg offen und Sims. So, können wir mal Play drücken? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, Girl, hast du irgendwelche. Du hast Hunger? Komm, wir grillen dir direkt erstmal was. Oh, wir müssen erstmal in den Kass, Leute! Wisst ihr warum? Weil wir jedes Mal ein neues Outfit anziehen, wenn wir irgendwo Urlaub machen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Urlaubsoutfit, ne? So ein hier, Grand Falls Outfit. Zelt in der Hose. Hosentasche. Macht nicht, Sandri. Bei mir gibt es auch einen Uppsala. Es gibt hier kein Uppsala. Campen und die Periode passt bestens zusammen. Richtig geil, oder? Auch. Finde ich richtig gut. Voll vergessen, dass sie eine neue Frisur hat. Hat sie echt eine neue Frisur? Wann haben wir ihr sie gegeben?
War das im letzten Stream? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her. Mann, 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 Mann. Und Marlene, Hallöchen. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, ja, meine Liebe. Ah, das stimmt, Mimi. Das kann sein, dass diese Windel nur bedeutet, dass sie an ihre Kindheit denken. Du hast recht. Irgendwas war da. Wir geben ihr jetzt so ein Camping-Outfit. Das ist ihr Batu-Outfit und das ist das Selvadorada-Outfit. Dann kriegt sie jetzt noch ein, Camping-Dings. Das ist nicht sehr campingmäßig, ne? Wobei, ist eigentlich auch cool. Wir haben Herbst, ne? Da dürfen wir es jetzt nicht übertreiben mit dem... Das sieht zu schick aus. Da dürfen wir es jetzt natürlich nicht übertreiben mit den kurzen Ärmeln. Das ist doch eigentlich ganz süß. Sie mag es, glaube ich, auch, oder? Mhm. Und Jana, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir auch ein gesundes und frohes neues Jahr 2023. Schön, dass du reinschaust. Ich glaube, das war bei den letzten Streams. Habe immer YouTube das mitgeschaut. Okay, das kann natürlich sein, ja. Hast du schon die Einstellung von der 100 Baby Challenge geändert? Ja! Während des Let's Plays! Ach, ist mir nämlich während dem Let's Play eingefallen, Leute. Ja. Und Alex, Hallöchen! Happy 2023! Und Linda Maus, Happy 2023! Da kommst du schnell wieder rein, Busy Lady. Da kommst du ganz schnell wieder rein. Na, das ist halt. Ah, guck mal, es gibt sogar, gucke mal. Das ist ja irgendwie süß. Das ist auch von dem Pack, ne? Hm. Dann lieber das hier, oder? Ich glaube, ich würde eher das hier nehmen. Das sieht irgendwie süßer aus. Und Mareike, Hallöchen, willkommen im Stream. Guck mal, das sieht doch süß aus. Und Lina, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Frohes Neues euch, ihr Lieben. Das sieht richtig süß aus. Ich bin gerade hier noch nicht bei der Frisur so wirklich sicher. Aber letztlich ist es ja so eine Frisur, dass sie den Zopf hat, ne? Können wir die geltend lassen? Ja, schon. Die ist süß. Guck dir mal. Wir dürfen nicht mit den kurzen Ärmeln übertreiben. 2 Minuten später kürzere Ärmel. Stimmt. Habe ich gerade gesagt, dass wir Herbst haben, ne? Wow. Nee, im Herbst können wir ihr nicht sowas anziehen. Da friert sie doch dann, Leute. Da friert sie doch dann. Das geht doch nicht. Guck mal, nehm mal sowas. Ich weiß nicht, von welchem Ersteller der Skin ist. Ich kann das leider nicht nachträglich sehen, von wem die Skins sind. Also ich sehe das immer nicht, wenn ich auf Skins gehe. Deswegen kann ich es dir leider nicht sagen. Nee. Vielleicht einfach so? Was sagt ihr dazu? Mit dem Tuch aus Outdoor-Leben für die Haare? Oder was? Gibt's da ein Tuch? Batu hat ein Tuch? Nee, das passt. So ein Pulli mit Tuch. Wobei die jetzt auch schon schön aussieht, oder? Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Brauchen wir uns im Winter-Outfit, sonst erfriert sie. Ja, true, ne? Du hast recht. Ja, du hast recht. Weil sie wird sich ja dann die ganze Zeit umziehen. Oh, wie ätzend. Hm. Da können wir aber auch das geben. Passt schon, Leute. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Leute, passt schon. Ob ich Aladdin kenne? Also persönlich jetzt nicht, aber ich hab's schon geschaut, ja. Also ich kenne Aladdin von früher halt. Ich habe immer früher Aladdin geguckt. Ja. Und Jess, Hallöchen, willkommen im Stream. Herzlich willkommen. Bin relativ neu auf Twitch in der Twitch-Welt, aber verfolge Sachen schon länger auf YouTube und liebe die Videos. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Ja, und herzlich willkommen jetzt auf Twitch. Ich hoffe, dass es dir hier gut geht und dass du dich hier schnell einlebst. Und ein frohes neues Jahr natürlich noch. Und dass du dich hier ganz schnell ganz willkommen fühlst.
Schön, dass du reinschaust, auf jeden Fall. So. Sie will auf jeden Fall mit Mai plaudern. Wir werden aber hier erstmal so ein bisschen... Man kann doch hier Käfer sammeln und so Zeug, ne? Guck mal, Glühwürmchen? Nee. Nee. Aber Käfer? Ein bisschen graben kann sie auf jeden Fall. Wir durchforsten hier mal die Gegend. Und gucken mal, was wir hier so Schönes machen können, ja? Julia, Hallöchen! Auch dir ein frohes Neues. Vielen, vielen Dank. Ich habe keinen weißen Punkt auf ihrer Stirn gesehen, tatsächlich, Louis. Sie ist ein schöner Sim. Mm. Eine pretty Sim, ja. Anja, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Beim Campen muss die Kleidung ja auch nicht schön aussehen. Ja, das stimmt. Ein bisschen schon. Also, ne, so viel wie halt eben geht. Es soll halt praktisch sein, im besten Fall, die Kleidung. Guck mal, hier kann man richtig Frösche sammeln. Cool. Sie kann dann wieder Sachen mitnehmen nach Hause von ihren Reisen. Leute, seit neuerdings sind meine Steine kaputt. Ich habe einen Farbfehler auf den Steinen. Ich weiß nicht, warum. Seht ihr das? Wie weiß die sind? Das ist nicht normal. Normal müssten die so ungefähr aussehen. Das ist ein Fehler. Ganz komisch, ne? Ganz komisch. Michi, willkommen im Stream. Hallöchen. Ja, perfekt. Da ist die ID auch schon. Einfach insandra_x. Guckt, wie komisch das ist. Und schön, dass du reinschaust. Das ist komplett verbuggt, Leute. Gucket mal. Gucket mal. Kann sie eigentlich angeln? Haben wir das schon geübt in Solani? Oh, Level 3 nur. Ich liebe es, mit meinem Sim zu campen, aber selber würde ich das nie machen. Ach, du meinst im echten Leben campen? Ja, also ich bin auch nicht so der Fan vom Campen. Also ich bin ein Fan von diesem Freiheitsgefühl, das man da beim Campen wahrscheinlich hat. Aber ich bin nicht so ein Fan davon, auf so einer Isomatte zu pennen und so. Da bin ich einfach nicht so der Mensch für. So, den Stein habe ich auch, habe mich auch gewundert. Hm, aber du hast auch Custom Content drin, Manu, oder? Du hast ja so wenig CC, das findest du bestimmt schnell, Michelle. Höre ich da ein bisschen Ironie aus deiner Stimme? Höre ich da Ironie raus? Hey, da ist eine kleine Ente! Zwei! Süß, gucke mal! Oi, hi! Wo willst du hin? Oh. Weißt du, ich gucke hier gerade richtig entspannt und cozy der Ente beim Schwimmen zu und da draußen machen sie Feuerwerk. Das passt einfach gar nicht zusammen. Wir wollten die süße Ente beim Schwimmen ein bisschen bestalken. Hört ihr das? Müsste hochgeladen sein, Michi, ja? Musst du mal gucken. Camp ist eigentlich voll entspannt. Gibt mittlerweile sogar richtige Luftmatratzen. Ja, aber dann ist ja trotzdem wieder kalt und so. Bin nicht so ein Fan. Und ich dachte erst, der Envy hämmert hier rum. Nee. Also ich meine, ich komme ja damit klar, wenn man vor Silvester schon ballert. So, ne? So 10, 15 Minuten vorher. Simon! Das ist jetzt natürlich schade, dass Nova sagt, sie hat keinen Bock auf Angeln. Hätte ich mich gefreut, wenn ihr das gefallen hätte. Was ich gerade sagen wollte, ist, dass wir mit ihr auf jeden Fall noch schauen müssen, dass wir die nächste Affäre starten. Ihre nächste und letzte Affäre auch. Hey, gucke mal, ein Teddybär! Oder den Ranger. Ah, ich glaube, da ist der Ranger besser geeignet, oder? Was meint ihr? Affäre mit dem Teddy oder mit dem Ranger? So als... fünfte und letzte Affäre. Also für alle, die jetzt denken, was macht die da mit ihren Affären? Also diese Generation ist ein bisschen anders. Und in dieser Generation ist es tatsächlich so, dass wir insgesamt 5 Affären brauchen, bis wir unsere erste Affäre sozusagen heiraten dürfen. Ja. Wir sind noch bei Generation 3 auf 4. Bereite gerade alles vor und bilde aus. Sehr schön, das hört sich super an. Deutsche Sprache, schwere Sprache, frag mich nicht, Lena, geht mir immer so, ne? Inselleben, ja. Ja, das glaube ich dir, Michelle, dass die Kira da wild wird, ey. Die Myla hat auch die ganze Nacht gebellt. Und JB, Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank dir. Was ist mit Hector? Wer ist Hector, Akuma? Ich kenne Hector nicht. Wer ist Hector? Habe ich den vergessen? Wer ist das? Wer war das?
krass, Rika. Ich glaube, das wäre nichts für mich, ey. Ranger, Bär, Ranger, 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 Ranger. Ranger. Nee, das ist Nele, aber der hat schon eine männliche Stimme gehabt, zumindest. Also ich weiß es nicht. Aber der Ranger, da können wir uns ja mal vorstellen. Oh, die arme Michelle. Ach so. Warte mal, aber er nicht. Er gehört hierzu, ne? Boah, er sieht voll süß aus. Er hat so ein süßes Gesicht. Nee. Danke, Mikano, das wünsche ich dir auch. Happy New Year und ganz viel Gesundheit wünsche ich dir. Also ich glaube nicht. Also der sieht mir jetzt schon aus, als wäre der hier, ne? Oh ja, gut, Busy Lady. Also, über örtliche Angelplätze mit ihm reden. Hi, ich bin Nova. Ich, ja, ich bin jetzt hier zum Urlaub machen. Ich habe vorne mein Zelt aufgeschlagen. Genau, und ich bin jetzt hier nur für ein paar Tage. Ob du mir vielleicht mal was zeigen kannst, das ein oder andere? Ich kenne mich nicht so gut aus hier, weißt du? Hat sie eigentlich jetzt ihre Pille? Nee, Kondome, okay. Ach so, ja, aber ein was müssen wir tatsächlich noch umstellen, weil ich habe ja ein bisschen rumgepfuscht, was letztes Mal... Was machst du denn da jetzt, Nova? Warum legst du dich auf den Boden? Entschuldigung. Ich habe ja ein bisschen rumgepfuscht letztens, was so das, die Liebschaften angingen. Die muss ich tatsächlich wieder umstellen jetzt. Und zwar... Hä, hat sich das selbst umgestellt? Hä? Ist es doch pro Spielstand, Leute? Nein, oder? Das war doch gar nicht pro Spielstand. Das wurde. Okay. Naja. Sollte ich auf jeden Fall nochmal prüfen. Hanna, Hallöchen. Ja, Akuma, vielleicht. Das kann sein. Und Phoebe, Hallöchen. Wir quatschen einfach den Ranger noch ein bisschen voll. Wir können ja mal fragen, ob er bei uns zum Essen... wir können ihn um Camp-Informationen bitten. Okay, der Ranger, der erzählt uns jetzt ein bisschen was. Ja, es ist beim Campen ist es so, da muss man natürlich eine ganz gute Kontrolle über sich selbst haben. Man muss sehr viel aufpassen. Es gibt wilde Bären hier. Nicht dieser Bär, das ist ein Freund von mir. Der spielt nur gerne den Bären, wenn er hier in der Stadt ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir da gewisse Vorkehrungen treffen. Es sind auch einige Insekten hier unterwegs. Und Insekten? Oh Gott, aber nicht solche wie in Salvadorada, oder? Und sie sagt jetzt, und er sagt jetzt, nein, du warst schon in Salvadorada. Und sie sagt, ja, ja. Ich habe in Salvadorada einige Wochen verbracht und es war eine tolle Erfahrung. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und so, das war toll. Oh, ich habe ihn voll beruhigen können. Entschuldigung, nein, 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 nein. Kommen Sie, gehen Sie nicht. Nein, nein. Oh Mann. Okay, dann wollen wir mal was essen, weil wir haben ein bisschen Hunger. Und Nolan, nee. Nolan, wir sind sauer auf dich, immer noch. So. Jimmy Choo, du hast Spaß? Ah. Da ist eine Lady. Und La Musica, hallöchen. Kann Nova nicht den geheimen Tunnel im Museum erkunden? Ja, voll gerne. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, da gibt's ja auch so ein Feuer. Dann kann sie sich doch vielleicht hier... Oh, nee, sie kann aber nichts grillen, weil sie hat ja gar nichts. Brauchen wir einen Fisch, um einen Fisch grillen? Aber wir haben doch einen Fisch. Hm. Warum kann man den nicht essen? Sie ist Vegetarierin außerdem. Zünden wir erstmal an, hä? Sie ist doch gar kein Fisch, Leute. Ist mir gerade eingefallen. Aber sie können doch Marshmallows essen. Irgendwas müssen wir ja essen. Komm, Girl, setz dich mal. Hey, cool! Schaut mal, Insekten sammeln! Da sind Insekten, die sie sammeln kann. Kannst du bitte dich nicht entzünden? Ey, da läuft Flask. Scherz. Okay, können wir grillen? Veggie-Würstchen! Geil! Oh. Ich wollte da jetzt noch ein Foto von machen. Flask. Ja, ist er. Guck mal. Er muss ganz dringend pullern.
Niki, Hallöchen. Ich wünsche auch dir ein frohes neues Jahr. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Boah, die haben echt nicht verstanden, dass gestern Silvester war. Kann das sein? Haben sie verrafft ein bisschen auch. Der ist ein bisschen gruselig. Auch kann es sein, dass der mir ein bisschen Angst macht. Also ich mag ihn nicht. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich würde die Biene auch nicht mit der Hand fangen. Komisch, ne? Aber wie lange darf man nach Silvester noch böllern? Einfach Silvester verschlafen, jetzt holen sie es nach, meinst du? Sie hat sich den Arm verbrannt, es tut mir richtig leid, Girl. Hast du jetzt auch Veggie... Was ist jetzt mit deinen Veggie-Würstchen? Oh, da ist der Ranger wieder. Können wir den Ranger zum Essen rufen? Nee, okay, dann bleib mal, wo du bist, Ranger. Oh, du hast dir was zu essen gemacht. Ja, ich hab, ich mach ganz gern Essen. Okay, und was ist das? Das ist ein Veggie-Burger. Mhm. Wieso? Kein Fisch? Ich meine, wir haben hier ganz tolle Fische, wunderbare Fische. Ja, ich bin tatsächlich nicht, unentbehrlich. Sie hat Angst vor den Bären. Ich ernähre mich tatsächlich vegetarisch und es klappt auch sehr gut. Ich bin nicht so der Fan davon, naja, Fleisch zu essen. Weißt du? Ah, okay, ja, kann ich verstehen. Aha. 1. Januar bis 24 Uhr darf man noch. Krass. Ja, den heiraten. Nee, den Ranger, den können wir gar nicht heiraten tatsächlich. Den werden wir auf jeden Fall lieben, aber nicht heiraten. Können wir ihn überhaupt lieben, weil... Oh ja, weil wir haben nämlich, wir haben da schon jemanden im Visier, den wir dann heiraten müssen. Also unsere Ehe ist schon arrangiert, wisst ihr? Hast du Lust, noch mit zu meinem Feuer zu kommen? Mit zu deinem Feuer? Ja, ich würde noch mal ein Feuer entzünden bei mir am Zeltplatz. Hast du Lust, vorbeizukommen? Klar, doch, gerne. Okay, dann komm doch einfach mit. Ja, warte, dann ziehe ich mich kurz zu meinem Freizeitoutfit um. Er kommt er jetzt mit vielleicht? Ja, er kommt. Super, schön. Imbo. Yazip Lenarg. Poster Twoop. Ah, könnt ihr mal nach seinem romantischen Interesse fragen. Mal fragen, wie er so drauf ist, ne? Jibs, Floof. Du fragst einfach willkürlich Leute auf der Straße nach ihrem romantischen Vorlieben. Wie dreist. Naja, dreist ist es doch nicht. Ich will nur mal wissen, ob er bereit wäre. Ja, gut, das finde ich jetzt aber auch in Ordnung. Finde ich gut, dass er jetzt auch abgelehnt hat, weil das wäre jetzt auch anders blöd gewesen, wenn er jetzt sofort bereit wäre. Also, weil das wäre jetzt auch, also das wäre ja nicht in Ordnung gewesen. Das wäre zu einfach gewesen, wisst ihr? Das wär dreist gewesen, wenn er erst sagt, ich sag dir nicht, auf was ich stehe, und dann, ja, okay, lass uns Liebe machen, wisst ihr, wenn ich das Wort. Okay, dann werden wir mit ihm so ein bisschen in die Wolken schauen, vielleicht kann er... Da sind Glühwürmchen! Die müssen wir aber gleich sammeln. Und dann können wir weiter mit ihm. Jimmy, wo bist du eigentlich? Am anderen Ende der Welt kommst du bitte mal in unser Camp zurück. Das geht doch so nicht. Wir entzünden nicht nur das Feuer, sondern lassen es auch knistern. Mhm, auf jeden Fall. Melli, Hallöchen. Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Hatte die Hollymaus eigentlich Angst gestern? Null. Holly hat's gar nicht gebockt, aber die Myla, der Labrador, der bei meiner Schwester auch dabei wohnt. Also Holly und Myla, die sind ja
sozusagen Hundeschwestern. Und die Meile hat die ganze Zeit gebellt. Ja, die hat es nicht gut verkraftet, dass es so viel Feuerwerk war. Aber die Holly, die war wieder mal komplett interessenlos. Die ist ja mal sehr entspannt. Die hat geschlafen. Sehr schön, mir geht's auch gut. Dankeschön, Nelly. Und Sophia, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust und frohes neues Jahr. Hä, schon wieder Bienen? So, oh, guck mal, Jimmy frisst was. Das ist gut. Können wir ihm eine Gruppe... Achso, machen wir gerade, ne? Er hat Hunger, dann mach dir doch was. Wenn du jetzt noch einen weiten Weg nach Hause hast. Ich meine, du kannst auch einfach hier übernachten. Ich weiß ja nicht, wie weit du noch fahren musst. Weil es ist ja schon recht spät jetzt, bevor du dann so einen weiten Weg hast, weißt du? Und? Das ist toll, ja, danke. Oh, cool, ja, dann, gut. Pyjama-Party, ja, so haben wir uns das vorgestellt. Dass wir eine Pyjama-Party machen. Dankeschön, Busy Lady. Das freut mich voll. Schön, dass du es gelesen hast. Vielen, vielen Dank. Das glaube ich dir, Akuma. Das kann ich mir vorstellen. Ja, klar, Anna, die hätte ich da auch nicht rausgeschickt. Das will man ja dann auch nicht, ne? So, wir gehen mal pieseln. Da ist ein Geist. Okay. Da gehen wir aber nicht hin. Wir gehen zurück zu unserem Zelt und quatschen vielleicht noch ein bisschen mit ihm hier. Und dann gehen wir auch schlafen. Weiß ja nicht, wie die Nacht im Zelt ist, ob das eine ruhige Nacht wird oder ob uns ein Bär anfallen wird. Davon wissen wir ja noch nichts. Wir führen noch eine tiefgründige Unterhaltung und dann gehen wir schlafen. Issa, Hallöchen! Oh, Jimmy... Was ist denn los, Jimmy? Jimmy, ist alles okay? Brauchst du was? Und Simsleni, Hallöchen. Jimmy, was ist denn los? Ey, das sind so Ameisen. Oh, Jimmy, ich liebe dich doch. Oh, Jimmy will Aufmerksamkeit. Ja. Oh, du kleiner Schatz. Süß. Oh. Das wünsche ich dir auch. Oh, yes. Guck mal. Oh. Wir stinken halt ein bisschen, aber das stört Jimmy ja nicht. Er liebt uns ja trotzdem. Feini. Ja, feini, Jimmy. Du feini, feini Schatz, ne? Kennenlernen und streicheln und küssen. Ja, dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Oh nein, es ist Winteranfang heute. Oh. Jetzt wird's kalt, ne? Na gut, kann man nichts machen. Jimmy, hast du uns jetzt wachgebellt? Perfekte Zeit zum Campen. Ja! Winteranfang, Campingzeit. Ah. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr erholsame Nacht. Ich meine... Oh, feini, feini. Ja, Jimmy, du bist in der freien Natur. Du kannst überall hinpinkeln und es danach aufschlecken. Es ist kein Problem. Willkommen zurück, Lele. Lele. Ja. Nee, das ist nicht okay, Jimmy Chu. Du kannst nicht deine eigene Pipi trinken und dann krank werden. Das ist einfach Selbstschuld und ekelhaft. Zum Glück haben wir noch einen Wellness-Happen. Und Ende mein Kleckchen, schön, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ja, Jimmy, du kriegst dann ein Leckerchen. Jetzt geht's ihm nicht gut, weißt du, weil er seine eigene Pipi getrunken hat. Das ist halt auch einfach eklig. Winteranfang, bäh. Es schneit. Nein. Nee, jetzt kein Schnee. Oh Gott, Jimmy ist ohnmächtig geworden.
Jimmy Schatz. Jimmy ja, Jimmy yay. Ufa. Whibney. Guck mal, Schatz. Das ist die Altersschwäche, ne? Okay, Jimmy hat was gefressen, feini. Können ihm auch so ein Verjüngungshappen eigentlich kaufen. Wir können ja sagen, Leute, sollen wir ihm ein Verjüngungshappen kaufen, ja oder nein? Wir könnten das ja so urteilen, von wegen, wir waren halt auf Reisen gewesen und hat uns so eine Voodoo-Tante gesagt, es gibt dann eine Möglichkeit, das Leben deines Hundes zu verlängern. Mit dem Wellnesshappen, ja. Wäre schon schön, oder? Okay. Wir tun mal so, als wäre die Tierklinik... Achso, können wir überhaupt reisen, während wir im Urlaub sind? Können wir nicht, ne? Können wir sowas am Computer kaufen? Du solltest duschen. Ja, ja. Können wir das am Computer kaufen? Können wir mal ausprobieren. Bestellung. Medizin. Ich weiß nicht, ob man das am PC kaufen kann. Isa, Hallöchen! Irgendwas mit Tierzubehör. Feuerwerk, Plopsi, Medizin, Geschenke, Bücher, Nagerleckerli. Nee. Aus dem Debug. Ja, ich glaube, aus dem Debug kriegen wir es jetzt eher. Oh nein, das hat mich verschrieben. Tschüss, Lehnen Sie, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Isa, das ist eine Unterschied im Stammbaum-Challenge. Da ist jede Generation ganz anders als die Vorgeneration. Und wir haben gerade eine Generation, die total gerne reist. Und ihr Vater hat da ein Problem mit und hat, nachdem sie abgehauen ist von zu Hause, einen Privatdetektiv engagiert, um sie zu beschatten. Und er verfolgt sie praktisch auf Schritt und Tritt. Und sie, ja, muss 5 Techtelmechtel mit 5 verschiedenen Männern haben und dann die erste Affäre heiraten. Es ist eine wilde Generation. Und du kannst die Generation einfach nachlesen. Also die dritte Generation jetzt mit Nova. Der lädt jetzt halt eine Sekunde. Oder länger. Weil der Baumodus immer nicht so schnell ist bei mir, ne? Ja, okay. Es ist halt der Baumodus, Leute. Der dauert einen Moment. Ach, ging sogar recht schnell, ne? Macht es, Jasmine, schön, dass du reingeschaut hast. Bis die Tage, Girl. Bye, bye. Wir hören uns. Ja, lädt, ne? Jenny, danke schön. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Oh, Mann, oh, jetzt lädt er doch so lang, ne? Sad life, Leute. Sad life. Naja, was will man machen? Eigentlich wäre es ja gut, wenn der Detektiv jetzt auch hier auftaucht und zufällig auch Urlaub macht. Können wir machen. Können wir engagieren. Das ist kein Problem. Und Knäuels, Hallöchen, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und dann gucken wir auch dir nochmal. Dankeschön. Ach, Leute, schön, dass ihr alle reinschaut. Mann, er lädt halt. Es tut mir leid. Das ist also... Ich kann es mir ja nicht erklären. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit gehen muss. Es tut mir auch leid. Ich weiß es nicht. Aha, gucke mal. So. Wir brauchen... Ach komm,
ich filter schnell. Das sind auf jeden Fall die Sachen vom Pack an die Ab. Nee, Hund und Katze, ne? Das ist es nicht. Alterungshappen wollen wir auch nicht. Verjüngung brauchen wir. Goldbarren. Wiederbeleben. Ach, wo ist er denn? Ich scroll noch einmal runter und dann gucken wir mal, ob es da mit dabei ist. Ich weiß halt auch leider nicht, welche Farbe der hat, ne? Also ich kenne einen roten Happen. Alterungshappen? Heißt der Verjüngungshappen? Heißt der nicht so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ups. Grün. Ich gebe mal Verjüngungshappen. Ja, genau, Busy Lady. Den wollen wir nicht benutzen. Also wir haben es nicht gefunden, ne? Dann fahren wir doch lieber in die Tierklinik. Ja, ich könnte es auch über den MC Command Center machen. Machen wir es über den MC Command Center. Also wir haben ein Heilmittel geholt, ja, und haben ihm ein Alterungshappen, ein Verjüngungshappen gegeben. Und jetzt ist er wieder jünger. Shannon, danke. Jetzt ist er wieder jünger und Jimmy Choo ist ein fitter Turnschuh. Yes. Jimmy Choo ist ein fitter Turnschuh. Es reimt sich ein bisschen. Sina, Hallöchen! Auch dir ein frohes neues Jahr. Vielen, vielen Dank. Und, aha, Opa schreibt. Und Emmchen, Hallöchen. Also, ich würde jetzt erstmal noch ein paar Insekten sammeln und so. Und vielleicht diese Exkursion machen. Und dann würde ich, ich glaube, ich will erst techtelmechteln, dass wir das abgeschlossen haben. Und dann würde ich gucken, dass dieser Typ hier auftaucht. Dominik. Ja, ich glaube, das machen wir. Wie kommen wir denn jetzt zu diesem... Ich glaube, wir müssen innerhalb des, hier Dingsbums, zum Park gehen. Gell, da hinten ist es, glaube ich, irgendwo. Hallo Yumi, frohes neues Jahr auch an dich. Dankeschön, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, ganz entspannt mit der Family haben wir gemacht. Ganz entspannt. So, sie hat auch Hunger, dann soll sie sich kurz was braten. Lila Hallöchen, oh. Und Simperli Hallo nochmal. Akuma nochmal? Also jetzt wird's langsam wild, ey. Haben wir schon, glaube ich, dreimal ein frohes neues Jahr gewünscht. Also ich meine, ich wünsche dir auch ein drittes Mal nochmal ein frohes neues Jahr. So ist jetzt nicht, ne? Und Annika Runa wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und Shelly, Hallöchen. Auch dir ein frohes neues Jahr. Dankeschön. Und Dinolein, auch dir ein frohes neues Jahr. Hallo, Girl. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr. Schön, dass du da bist. Eieiei, ihr Lieben. Dinolein, was macht der Babyboy? Okay, der Schnee bleibt langsam liegen. Super. Super. Wo ist diese komische Höhle? Was war denn das?
Hi, Vogel. Wollen wir klären, warum der im Baum drin steckt? Warum dürfen wir ihn nicht sehen? Okay! Der Vogel steckt im Baum. Naja. Gut, wir sammeln mal diese Insektchen hier ein. Haben wir hier auch noch irgendwas zum Sammeln? Oh, Schmetterlinge! Toll! Was macht denn ihr da hinten im Busch? Ich sehe euch genau. Oh, Kadu. Ja, Kadu. So ist es. Frosch! Aha. Aha. Irgendwie creepy, ja, irgendwie schon, gell? Was machst du hier, Stefan? Voll was los hier. Wir gehen da gleich rein, Leute. Sie hat schon wieder die Insekten mit der bloßen Hand gefangen. Sie ist einfach krank. Einfach total krass ist sie. Man nennt sie auch Nova, die Insektenflüsterin. Bisschen zumindest. Hä, wieso, Yumi? Wegen was jetzt? Ja, das stimmt. Wir können uns auch ein bisschen Geld abziehen für den Wellness-Happen. Machen wir mal minus 50 Simoleons, ha? Huh? Nee, wobei, ich glaube, die kosten schon ein bisschen mehr, oder? Ah, minus 100. Oh nein! Wow. Gut. Wenn sie da jetzt fertig ist, kann sie hier rein und das Ding erkunden. Ach so, bezogen auf den Specht im Baum. Mhm. Wir sind super reingekommen. Babyboy, geht's gut. Nun werden die Tage gezählt. Aufregend, Dinolein. Aufregend. Der Count. The final countdown. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich glaube. Ja, das passt. So. Erforschung des Dornengestrüpps. Umgeben von Dickicht, Dornen und Gefahr muss Nova sich entscheiden. Weitergehen oder sich zurückziehen? Hä? Weitergehen, natürlich. Klar. Wir haben gerade eine Dschungel-Expedition mit unserer Nova und wir erforschen jetzt gerade so eine Höhle. Deswegen lese ich mal kurz vor. Erforschung des Dornengestrüpps. Nachdem Nova sich mehrere Minuten einen Weg durch das Dickicht gebahnt hat, versperrt ihr ein riesiges Spinnennetz den Weg. Bleibt nur zu hoffen, dass keine Spinnen im Netz sind. Ja, wir gehen durchs Spinnennetz, oder? Was meint ihr? Rein da, oder? Annika, Löchen! Und Alex, ich habe Hallo gesagt, gell? Boy? Sollen wir einfach reingehen? Ab geht's, oder? Also ich meine schon, ne? Also ich meine, was haben wir denn? Also was soll man denn verlieren? Julia ist schuld, wenn es schief geht. Spaß, Julia! Nova spürt, dass sie etwas Besonderem auf der Spur ist, dass all die Mühe wert war. Aber sie wird langsam müde. Soll Nova ein Nickerchen einlegen oder weitergehen? Hä? Weitergehen! Wird nicht geschlafen. Nova hat sich einen Weg durch dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung. Eine Lichtung mit einem mysteriösen Sim. Hä? Zu Sim durchschlagen natürlich. Hä? Natürlich möchten wir in den tiefen Wald. Was ist denn das für eine Frage? Hallo, Horst Dominik. Auch dir ein frohes neues Jahr. Ich fand dein Short-Video. Ja, weil wie fandst du es denn? Gut? Oder was? Oh. Was machen wir gerade? Also Annika, wir sind durch einen ganz tollen geheimen Wald gegangen und sind jetzt hier in diesem, weiß ich nicht, werden wir erforschen. Wir sind campen mit unserer Nova. Sie muss eine letzte Affäre jetzt haben. Wir haben uns den Ranger vorgestellt. Und dann kann sie endlich jemanden heiraten. Und dann geht unsere Geschichte auch mehr oder weniger weiter. Ich erzähle euch gleich mehr dazu, sobald wir den Ranger geliebt haben, kurz. und Tatjana, danke schön für dein Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Wir müssen nur kurz den Ranger lieb haben dann.
So. Okay, was gibt es jetzt hier? Hallo? 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 Grüße? Anyone here? Hello? Ach stimmt, hier ist hier die Hütte. Ist das eine Lady? Ach, oh, Maya. Sonst hätte ich gesagt, können wir auch die Maya verführen, aber kritisch. Sie ist eine Seniorenlady. Okay, aber hier ist ein tolles Haus. Vielleicht können wir hier hingehen. Und vielleicht können wir hier den Ranger treffen und mit ihm Liebe machen. Okay, wir werden jetzt jemanden einladen, und zwar den Ranger. Und der kommt jetzt nicht. Ach so, Dominik, habe ich nie verstanden. Okay. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich möchte auch mal wieder Sims 4 spielen. Du, also als ob du gerade beschäftigt bist. Ich glaube es nicht, dass du beschäftigt bist. Ich glaube nicht, dass du beschäftigt bist. Ist er schon da? Da ist er ja schon. Nein, ich sperre ihn nicht ins Haus ein. Sowas macht man nicht. Nee, Nova hat nicht das Merkmal stets willkommen, aber in die, das ist ein öffentliches, also so ein öffentliches Häuschen. Wir quatschen jetzt mit ihm. Ich habe eben diese Hütte gefunden. Ja, das ist Teil der Ranger-Tour, die wir anbieten. Das war ganz schön schwierig, hierher zu kommen. Ich musste durch diese Höhle und dieses ganze Gestrüpp und dieses Spinnnetz. Das war richtig gruselig. Oh, du musstest den Weg gehen. Also, du hättest einfach den normalen Pfad folgen können. Du hättest nicht durch den Geheimgang gehen müssen. Da gibt's einen normalen Pfad. Oh nein, das wusste ich nicht. Ja, gut zu wissen. Das nächste Mal werde ich den nehmen, weil das war schon sehr beängstigend. Oh, beste Freunde, natürlich. Ich will nicht mit dir beste Freunde werden. Oh, die Pinwand ist voll. Und Bloxy-Memes, willkommen im Stream. Hallöchen. Dankeschön auch dir für deinen Follow. Dankeschön. Also, ich habe ihn nicht eingesperrt. Nein. Ja, weil der Rückweg, könntest du mich dann vielleicht begleiten? Ich weiß nicht, ob ich das alleine nochmal da raus schaffe. Ich meine, ich bin super abenteuerlustig, aber man weiß ja nie, wie das dann so ist, weißt du? Wie findet sie ihn eigentlich? Findet sie ihn attraktiv? Wollen wir mal gucken? Genau, die Tür klemmt. Ist blöd, aber da kann man nichts machen. Eva, Hallöchen, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Oh, wie schön, Juna, du hast das Disney-Puzzle fertig bekommen. Wie schön. Ich freue mich, dass ich dich dazu inspirieren konnte. Freut mich mega. Als sehr attraktiv empfunden. Ja, gut. Ist doch toll. Die Ziele der Generation, Ausrufezeichen, Challenge. Dann kommst du auf die Challenge-Einstellung, beziehungsweise was man für die Challenge erreichen muss. Dann kannst du einfach kurz anschauen. Also, wir werden jetzt mal... Wir können ja so tun, als hätten wir uns ein bisschen mit ihm verlaufen jetzt und als würden wir jetzt hier nicht mehr so wirklich rauskommen. Und wir wären jetzt einfach froh, dass er da ist und die Türen sind verschlossen. Es gab ein heftiges Unwetter, Leute. Es gab einen richtig heftigen Schneesturm. Und aufgrund dieses krass heftigen Schneesturms konnten wir leider das Haus nicht mehr verlassen. Wir sind jetzt hier eingesperrt. Und wisst ihr, wer sie retten wird? Der Detektiv nämlich. Der Privatdetektiv, der ihr Vater auf sie angesetzt hat. Weil Jimmy ist noch im Camp. Dem geht's gut. Jimmy ist im Camp. Weil der Privatdetektiv ja auf der Suche nach uns ist. Und der wird uns dann hier finden, wisst ihr? Das wird großartig.
Wir sagen ihm jetzt, dass wir Angst haben. Aber was sollen wir denn machen, wenn wir hier nicht mehr rauskommen? Wir kommen hier wieder raus. Ich bin doch der Ranger. Sie werden mich suchen. Meinst du wirklich, dass sie dich suchen werden? Ich meine, hast du überhaupt Kollegen? Ja, ich habe natürlich Kollegen. Ich meine, wer ist denn jetzt gerade an der Range da, Ranch da? Kümmert sich doch auch jemand. Oh, ich hoffe es, weil... Also, Jimmy ist ja ganz alleine. Und ich hoffe, dass er nicht... Nein, um Jimmy wird sich natürlich gekümmert. Alle werden evakuiert bei einem Schneesturm. Okay, und du meinst wirklich, sie werden uns finden? Ja, sicher. Spätestens, wenn der Schneesturm wieder vorbei ist. Aber das kann Tage dauern. Nein, das wird sicherlich nicht Tage dauern. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gerne in der Wildnis bin. Und ich liebe das Abenteuer. Für mich ist das wirklich großartig. Ich habe auch schon gesagt, dass ich so gerne mal in Mount Komorebi Urlaub machen möchte. Das soll toll sein mit dem Skifahren und so. Und ich lebe ja auf Sulani, das ist immer so warm. Gott, jetzt laber doch mal ein bisschen mit ihm. Und naja, sie reden jetzt miteinander. Und ihr wisst ja, dass es in Sims immer ein bisschen schneller gehen muss, weil die Sims da ja immer ein bisschen schwierig sind. So. Eingesperrt bei einem Schneesturm. Und Charlie, Hallöchen! Der Sturm kam aber ganz plötzlich. Ja, aber guck mal, wie heftig, Leute. Naja, so schlimm ist es ja nicht, eingesperrt zu sein. Ich glaube, du hast recht. Das ist ja eigentlich schon ganz nett. Ich meine, wir haben hier Wasser, wir haben hier ein Feuer. Ja, und das Feuer ist richtig schön warm, findest du nicht auch? Es ist schon schön, ja, also. Aber mir ist ganz schön kalt. Kalt? Vielleicht können wir, naja, ich bin ja Wildnisratgeber und ich weiß, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man sich beim kalten Wetter mit Körpernähe wärmt. Körpernähe? Ja, es ist, man sollte sich in den Arm nehmen und ganz fest aneinander drücken, weil nur das kann einen schützen vor einer Erfrierung, weißt du, Nova? Meinst du so? Ja, so ist schon besser, weil dann werden wir nicht erfrieren, wenn wir uns so festhalten. Aber wir haben auch den Kamin an. Ja, der Kamin, der sollte auch helfen. Aber ich meine, Körpernähe ist wirklich wichtig. Wir sollten heute Nacht auch definitiv zusammen im gleichen Bett schlafen, verstehst du? Ja, es gibt ja nur ein Bett. Ja, genau. Wäre hier natürlich eine Couch, dann würde ich natürlich auf der Couch schlafen. Das wäre mir schon wichtig. Aber ich kann dich da nicht allein in diesem großen Bett liegen lassen. Da ist es zu kalt für dich, weißt du, Nova? Okay, ja, ich verstehe. Ja, und deswegen, also ich denke, es macht Sinn, dass wir jetzt auch langsam schlafen gehen. Wir werden morgen sicherlich einen sehr anstrengenden Marsch nach Hause ins Camp haben. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann, ja. Aber wir könnten vorher noch duschen, meinst du nicht? So eine warme Dusche tut uns sicher gut. Okay, wir sollten Wasser sparen. Wie meinst du das? Aber duschen ist ja... Naja, so viel Wasser können wir nicht sparen. Ey, ohne Scheiß! Wartet mal ganz kurz, ich muss das dem Enfi sagen. Enfi? Ja, das wollte ich dir vorhin sagen. Ich habe Oberunterhitze benutzen müssen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist alles nicht warm geworden, der Ofen. Ja, aber Oberunterhitze geht. Ja, voll scheiße. Unsere Umluft am Backofen ist nämlich heute kaputt gegangen. Ja. Ich wollte nämlich eine Pizza essen und dann ging die Umluft nicht mehr. Da musste ich Oberunterhitze machen und habe ich eine ganz dunkle Pizza gegessen. War nicht schlimm, aber ja. Genau. Und Sophie, Hallöchen. Merkt euch, Leute, Körpernähe ist wichtig. Zitat von Sandri. Ey, Leute, wenn man, jetzt mal ohne Scheiß, ihr lernt da jetzt noch was, passt mal auf. Wenn ihr wirklich mal irgendwo in einem Eisgebiet seid und wirklich verschollen werdet zusammen, dann müsst ihr euch mit eurer Körperwärme wärmen. Miteinander, together. Ihr müsst dann euch ganz eng zusammenschmusen, das ist so. Und die beiden müssen jetzt, um Wasser zu sparen, auf jeden Fall gemeinsam duschen. Wird wohl Zeit für einen neuen Ofen. Ist halt eine Mietwohnung. Und die Küche gehört uns nicht. Deswegen müssen wir das der Vermieterin melden, leider. Samba, Funny. Also, ja. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Und wenn man allein im Eis ist, dann suchst du dir jemanden. Ein Panda oder so. Und schmust mit dem. Also, Nova, ich zeig dir jetzt mal, wie wir Wasser sparen gemeinsam. Gemeinsam Wasser sparen? Oh, du kommst mit rein? Ach so. Oh, okay. Ja. Okay. Okay. Narkel. Mit einem Pinguin. Süß.
sehen, so wie wir bei uns auch. Ja. Wie meinst du, Melanie? Die Stimmung? Gegensätze ziehen sich an. Ja. Ja, war schon wichtig, die Körpernähe. So, und am nächsten Morgen wird jetzt... Wo ist er hin? Okay, andere Story. Was macht sie? So, sie steht jetzt auf und läuft hier raus und sagt so... Minoru? Wo bist du? Minoru? Hallo? Wo ist er nur hin? Hat er mich jetzt einfach hier sitzen lassen oder was? Das ist so typisch. Das ist so typisch. Weißt du, tut er mir hier einen auf treu machen und dann lässt er mich einfach hier sitzen. Ich komme hier nicht raus. Oh mein Gott, draußen ist der Sturm viel zu heftig. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Obacht. Sie zieht sich jetzt das Outfit wieder an. Jetzt muss ich Nova doch einen Panda suchen. Mhm. Nee, wartet. Dominik ist jetzt hier. Wie der Spawn einfach der Kamin ist. Was machst du denn hier, Dominik? Oh, Nova. Das ist ein ganz großer Zufall. Wie meinst du das? Boah, Tigermik, ich habe übrigens seine Nachricht noch gelesen. Warte mal, ich überfliege sie nochmal ganz schnell. Das glaube ich dir, aber da wäre ich auch echt ausgestiegen und hätte denen mal meine Meinung gegeigt. Das geht ja gar nicht, ey. Die sollen da gefälligst aufpassen. Ich hoffe, deine Mama hat dazu was gesagt. Und Minimaus, hallo Girlchen, dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, mach das. Ganz viel Erfolg beim Kochen. Schön, dass du reinschaust. Okay, Obacht. Es ist ein ganz großer Zufall, Nova. Ich war, also, stalkst du mich? Dominik, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du zufällig hier aufgetaucht bist. Wie bist du überhaupt durch den Schneesturm gekommen? Und woher wusstest du, dass ich hier bin? Nova, ich hatte ein ganz ungutes Gefühl auf einmal. Wie? Naja, ich wollte was kaufen bei dir. Okay. Und dann habe ich gesehen, dass du umgezogen bist. Das wusste er natürlich schon längst, ne? Das nimmt er jetzt nur als Ausrede. Ja, und? Was interessiert dich, dass ich umgezogen bin? Es geht dich überhaupt nichts an. Wir sind nicht zusammen. Ich habe dir nichts zu sagen. Du hast mir nichts zu sagen. Ja, das stimmt, aber ich hatte ein ungutes Gefühl und dann warst du auch nicht zu Hause auf deinem neuen Grundstück. Du warst bei mir zu Hause? Ich wollte doch nur sehen, ob es dir gut geht. Ja, mir geht's gut, siehst du doch. Wieso hast du denn gerade geweint und um Hilfe gerufen? Das geht dich überhaupt nichts an. Und wieso ist dieser eine Typ hier eben durch den Wald geirrt und hat sich kaputt gelacht? Hat er das? Ja, was war er? Wer ist er? Was sollte das? Und sie wird jetzt sagen, naja, also ich habe mich verlaufen hier und die Hütte gefunden und dann kam dieser Schneesturm und ich bin nicht hier rausgekommen. Und Minoru, der sollte mir eigentlich helfen und dann ist er einfach über Nacht verschwunden. Wow. Ja, wow. Was soll ich jetzt machen? Kannst du mich hier rausbringen? Natürlich kann ich dich hier rausbringen, Nova. Ich helfe dir doch gerne. Ja. Aber erwarte jetzt nicht, dass ich dankbar bin. Nein. Tokiboo. Nova! Oh, Yasunarb.
Naja, eigentlich ist hier doch ganz nett, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Ich hab's gerade noch so reingeschafft. Draußen ist die Hölle los. Wir sollten uns erstmal hier hinsetzen und ein bisschen den Sturm abwarten. Oh, ich hoffe, er verzieht sich schnell. Ich muss zu Jimmy Choo zurück. Ja, soll ich uns was kochen? Ich kann auch was kochen. Sie hatte einen Job und umarmt ihn. Jane, das ist doch typisch. Ich kann uns was zu essen machen. Hast du Lust auf was Vegetarisches? Ja, natürlich, das, was du magst. Ja, ich glaube, ich habe hier ein paar Sachen für Pfannkuchen gefunden. Dann mache ich uns ein paar, ja? Ja, Nova, gerne. Ich vermisse deine Frühstücke. Dominik? Was hat er mit ihr geflirtet? Ich glaube, ich spinne, ey. Dieser hotte Typ einfach, ne? Was soll man machen? Ist einfach ein toller Mann. Naja. Überaus schwierig. Du kannst mir gern helfen beim Kochen. Ja, klar, aber du machst es schon toll, Nova. Ja. Okay. Müssen wir eigentlich die Beziehungen zu diesen Männern beenden? Woo! Yibs! Ja, furchtbar, Chaos Panda, ey. Ganz, ganz furchtbar. Die Leute das aber auch nicht lernen, gell? Der Typ sieht einfach verboten gut aus. Ja, total. Oh. Absolut. Yes. Ich muss mal kurz schauen, ob wir mit irgendjemandem die Beziehung jetzt beenden müssen. Ich glaube nicht, ne? Weil wir mit niemandem wirklich eine Beziehung haben. Hier, du kannst gerne was essen. Nobi Weepster. Oh. Nobi no. Tugabor. Ich lasse sie sich jetzt ein bisschen entschuldigen. Nur damit das nicht mehr so böse ist zwischen den beiden. Weil sie wird ihm ja schon dankbar sein, dass er ihr jetzt das Leben rettet sozusagen und sie herausholt und sie wieder zu Jimmy Choo zurück darf. Und er ruft jetzt kurz ihren Vater an und sagt, Blake, ich bin es. Ja, ich bin es. Ich habe sie gefunden. Ja, ja, ihr geht's gut. Alles ist in Ordnung. Ja, alles ist gut. Ich muss wieder auflegen, sie kommt. Und er legt wieder auf. Er hat nur kurz Bericht erstattet ihrem Vater. Das Nimmerland, Hallöchen. Auch dir ein frohes neues Jahr. Sisibi, das ist der Privatdetektiv, den Novas Vater engagiert hat. Und sie wird ihn auch bald heiraten. Davor musste sie aber jetzt insgesamt 5 Techtelmechtel haben. Also 5 Affären und die erste Affäre muss sie jetzt heiraten. Das ist Dominik. Den werden wir auch heiraten, aber nicht sofort. Wir werden jetzt dann erstmal von ihm wieder zurückgebracht, werden dann noch ein paar Sachen sammeln, so, und dann werden wir, zusammen kommen halt mit der Zeit. Und Joyce, Hallöchen, wünsche ich dir auch vielen, vielen Dank. Mobbing Broody. Broody, smile. Umnate, Unga. Pample Peluche. Husha Kapoor. Sie wird jetzt sagen, dass sie froh ist. Ja, ich bin ja ganz froh, dass du mich gefunden hast, aber ich bin immer noch sauer auf dich. Ja, das darfst du sein. Ich habe mich wirklich furchtbar verhalten, Nova. Es tut mir so leid, dass ich nicht verstanden habe, was du mir bedeutest. Ich war blind. Und jetzt bist du nicht mehr blind, oder was? Nein, ich habe verstanden, dass ich dich niemals hätte gehen lassen dürfen. Es war mein eigener Fehler. Und als ich das Gefühl hatte, dass hier etwas passiert sein könnte, Nova, es hat was in mir ausgelöst. Ich habe so einen Stich gespürt, verstehst du? Ich dachte wirklich, ich werde dich verlieren. Und es war die größte Angst, die ich jemals gespürt habe. Es war einfach nur schlimm. Und ich bin so froh, dass ich dich jetzt gefunden habe. Und ich bringe dich nach Hause. Ich bringe dich zurück nach Sulani. Aber da werde ich nicht bleiben. Ich will reisen. Ich will die Welt entdecken. Ja, das kannst du doch alles, Nova. Aber vielleicht nicht unbedingt in Great Falls. Hier ist es so gefährlich. Du weißt aber schon, Dominik, dass ich auch in Batuba und in Selva Dorada... Nein, was?
Da warst du auch, weiß er natürlich. Ja, und da waren Schlangen und ganz wilde Tiere. Das habe ich auch überlebt. Ich bin so stolz auf dich, Noah. Oh, jetzt ist er wieder verschwunden. Jetzt müssen wir zusammen zur Unterkunft zurückgehen. Er begleitet uns jetzt praktisch dahin. Und Feli, hallöchen. Also wir laufen jetzt sozusagen mit ihm dahin. Zurück. Und da werden wir dann nochmal mit ihm sprechen. Gleich. So, kommt er jetzt? Da ist er. Wir spielen die Unterschiede im Stammbaum-Challenge, Feli. Wenn du Ausrufezeichen Challenge machst, kommst du auf die Challenge-Regeln. Dann siehst du, was in der Challenge wichtig ist und worauf es ankommt. Oh, süß! Guck hier mal! Jimmy, du Süßhase! Wow! So süß! Guck dir mal! Der macht Männchen! Oh, weil er so ein Feinbärt ist! So süß, Jimmy. So, haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Wir haben tolle Insekten gesammelt. Ja. Naja, dann gehen wir halt nach Hause und werden jetzt zu Hause. Wir haben ganz viele Insekten gesammelt, das ist doch super. Dann werden wir den Urlaub jetzt beenden und er wird uns jetzt nach Hause bringen. Und Celicia, willkommen im Stream, hallöchen. Einmal, ja genau, so. Das ist die erste Challenge, die Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Und wir sind in Generation 3 jetzt. Dritte Generation, Leute. Generation. Wow, was für ein schöner Kontrast zu Lani, oder? Und er kommt jetzt mit und, Ach, da ist er ja. Oh, Zatork. Oh, oh, Karonga. Hier ist es schon besser. Ja, hier ist natürlich das Wetter besser. Danke nochmal, Dominik, dass du mich hierher zurückgebracht hast. Ich hätte das sicherlich auch ohne dich geschafft, aber ich bin dir schon ganz dankbar dafür, dass du mich, naja, hier hingebracht hast. Ja, natürlich, Nova, du weißt, du kannst dich immer auf mich verlassen. Naja, bis auf diese Trennung, die total dumm von mir war. Wie gesagt, es tut mir echt leid. Ich würde jetzt gehen, aber Nova, meinst du, ich kann morgen wiederkommen? Und was willst du dann hier? Naja, wir könnten doch vielleicht irgendwie was unternehmen, oder? Ja, okay, wir können sicher was unternehmen. Meinst du, wir können essen gehen oder so? Ich würde dich so gern zum Essen einladen, einfach als Entschuldigung für all das, was gelaufen ist. Ja, okay, aber erst morgen, ja? Ich brauche jetzt diesen Tag für mich. Ja, natürlich, klar. Okay, dann, ja, ciao. So. Gut. Er geht, wir gehen eine Runde joggen, weil wir haben schon lange keinen Sport mehr gemacht. Klappt es hier mit dem Joggen? Ja. Willkommen zurück, Rumi. Das war's jetzt schon mit Joggen. Jetzt regnet's. Nee! Das ist so blöd, auf so einer Insel zu joggen, ne? Das geht halt gar nicht richtig. Aber gut, schwimmen ist ja auch gut, ne? Ist ja auch eine gute sportliche Aktivität. So, sie soll mal das mitnehmen. Und dann kann sie doch hier hinten nochmal diese Boje tauchen machen, diese Sache. Ne? Was meinst du mit Bleiende? Warte mal, sie hat doch diese das Schatzwerkzeug. Dann könnten wir vielleicht.
Geräte tauchen. Hey, was macht ihr Mist denn jetzt hier? Dann können wir wieder nach Schätzen tauchen. Das dauert ja ewig. Oh, das dauert ja ewig. Das wünsche ich dir auch, Redhead. Vielen, vielen Dank dir. Oh, das macht doch überhaupt nichts. Das ist so oder so. Es ist eine lange Zeit, Redhead. Ich freue mich sehr. Sophie, unsere Freundin, ne? War eigentlich mal ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Wieso haben wir Gerätetauchen gemacht und haben aber nichts gefunden? Finger von Solani! Ja, wie cool! Was ist Gerätetauchen eigentlich? Kriegen wir dadurch zum Beispiel einen Kühlschrank oder sowas aus dem Wasser? Einfach so einen Kühlschrank aus dem Meer gefischt? Man kennt's doch, oder? Machen wir doch alle manchmal so Kühlschränke aus dem Meer fischen? Schon, oder? Den einen oder anderen Kühli zumindest? Nee? Nee, sie findet... Doch, was ist das? Essen. Ja, okay, dann geh schnell nach Hause. Ich glaube, du hast genug getaucht. Guck mal, hier ist dein Haus eigentlich. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Mist? Ach, guck mal, das Müll von... ja, ne, wisst ihr Bescheid. So, wir gehen dann mal pieseln. Komm mal schnell raus aus dem Wasser jetzt. Oh, Jimmy, was los? Du kleiner Stinker! Das ist doch nur das Tauchen mit Sauerstoffflasche. Oh, aber, also, hm. Aber, hm. Aber, was bringt das? Nix dann. Ich tauche immer Betten oder so aus dem Meer raus. Ja, ne? Dachte ich mir doch. Kann ich Jimmy jetzt baden? Ja. Und dann gehen wir schlafen. Das ist schon super spät. Mit Sauerstoffflaschen. Das andere ist frei tauchen. Ach so. Ah, okay. Das ist die Frucht, die einen Sim zur Meerjungfrau macht. Ich meine... Könnten wir natürlich essen, ne? Labak, Hallöchen! Und Mifalin, Hallöchen! Ich meine, können wir natürlich essen, ne? Ich meine, also. Oh mein Gott, das bringt uns ja fast kein Geld, diese Insekten. Scheiße. Ich dachte, die bringen uns ein bisschen mehr. Naja. Können ja nicht immer reich werden, ne? Hm. Oh, wir haben unsere Rechnung vergessen zu bezahlen. Schade, Marmelade! Komm, Nova, steh mal auf. Sie ist neugierig und probiert es halt aus, ohne dass sie weiß, was passiert. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und Jommy, Hallöchen. Nova, wunderschöne Meerjungfrau. Wäre schon krass, oder? Ich meine, why not, oder? Also ich meine, warum denn auch nicht? Ja, kauft ruhig alle. Wir haben Sonderangebote. Tolle Insekten haben wir heute im Angebot. Und Kleinvieh macht auch Mist. Müssen unsere Preise mal erhöhen. Preisaufschlag 75%. Ah.
1000 Simoleons für den Finger von Sulani, Leute! Ja, Nova, die Meerjungfrau? Wollen wir das echt machen? Jommy, habe ich jetzt gerade Hallo zu dir gesagt? Jommy, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir auch ein gutes, frohes neues Jahr. Und Labak dir auch. Und ich glaube, ich habe es gesagt, aber irgendwie war ich nicht richtig da mit meinem Kopf gerade. Dieser Gedanke, dass sie jetzt eine Meerjungfrau wird, hat mich ein bisschen abgelenkt. Wir können diesen einen Stein, den wir haben, selbst analysieren. Das kann sie ja selbst, glaube ich. Nicht? Nee. Okay, also ihr Lieben, wie machen wir es jetzt? Wollen wir ihr die Frucht geben? Seid ihr bereit? Dann könnten wir ja nochmal eine andere Geschichte bilden, halt, dass sie eben durch diese Frucht dann auch nochmal so sich ein bisschen verändert. Das wäre schon irgendwie cool, ne? Okay. Ja, krass. Ich meine, hätten wir sie jetzt nicht gefunden, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber jetzt hat sie sie ja gefunden, die Frucht. Das ist ja schon spannend auch. Haben wir mehr? Nee, wir haben nicht die Meerjungfrau drin. In dem Legacy. Nee, in der Legacy von der unterschiedlichen Stammbaum gibt es keine Meerjungfrau mehr. Mm-mm. Da hätten wir nur jetzt die Möglichkeit. Oder meinst du die Okkult-Challenge? Ich würde hier bei Nova nicht die Meerjungfrau komplett raushängen lassen. Also ich würde jetzt nicht ihr Meerjungfrauensein komplett erforschen. Ich würde es halt eher so machen, dass sie halt dann so ein bisschen, dass ihr halt die Flosse wächst und sowas. Aber nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit damit spielen oder so. Ja? Okay. Also finde ich jetzt nicht schlimm, dass wir es dann bei dem anderen auch haben. Ich finde, Meerjungfrau ist ja auch nicht mega krass okkult. Ja, das stimmt. Nur wenn sie halt im Wasser ist, ne? Okay. Hm, diese Frucht, die sieht total interessant aus. Ich meine, sie riecht auch nicht schlecht und ich denke, die kann man schon essen. Ich meine, was habe ich in Batu alles gegessen, da habe ich mich ja auch nicht drum geschert. Das wird schon noch gut sein. Ich muss es, glaube ich, einfach ausprobieren. Natalie, Hallöchen wünsche ich dir auch, meine Liebe. Schön, dass du rein schaust. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Hallöchen. Ich denke, ich probiere es einfach mal. Ja. Ja, sie schmeckt okay. Ich habe es mir besser vorgestellt. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Oh, wartet mal. Ups, mein Shader. Ah, mein Shader rastet aus. Irgendwie fühle ich mich immer noch ganz normal. Naja. Es scheint auf jeden Fall vegetarisch gewesen zu sein. Leute, keine Ahnung, ne, ob das was geändert hat. Wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie anders. Nee, Markus, bist du jetzt hier? Was willst du denn? Kunde. Achso, natürlich. Kannst alles kaufen. Yeah, Alisa, dir auch gutes neues Jahr. Hallöchen. Ja, hallo. Sie können gern alles mitnehmen, was Sie hier sehen. Ich habe einige Sachen aus meinen Reisen mitgebracht. Das sind wirklich ganz tolle Schätze, die ich hier habe. Boah, ich schaue mich um. Ja, also gerne alles kaufen. Das sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Oder suchen Sie was Bestimmtes? Nö, ich wollte einfach nur hier so ein bisschen rumgehen und mal gucken. Nö, nichts Besonderes eigentlich. Okay, alles klar. So, dann gehen wir mal nach Schatz tauchen. Gucken wir mal, ob sie sich verwandelt, wenn sie jetzt ins Wasser geht. Nee, alles normal. Okay, morgen beginnt das Winterfest. Ist das schon das offizielle Weihnachten? Ja, Winterfest ist Weihnachten, ne? Okay. Das heißt, morgen fahren wir zu unseren Eltern. Und wir werden das jetzt so machen, dass unser Vater, darauf besteht, dass Nova jemanden mitbringt zu diesem Winterfest. Und Dominik wird es sein, der sie begleiten wird. Und Dominik hat mit Blake ausgemacht, also Blake hat Dominik gesagt, hey, ich kann meine Tochter nicht alleine lassen. Du siehst ja, was passiert, wenn sie alleine unterwegs ist.
Ich glaube, du musst noch einen Schritt weiter gehen, sie zu beschatten. Wie findest du meine Tochter? Und Dominik so, Blake, wie soll ich denn deine Tochter finden? Sie ist natürlich eine attraktive Frau, aber ich bin ja selbst verheiratet. Perfekt. Dann wirst du meine Tochter heiraten. Und, aber ich bin verheiratet, Blake. Ja, ist doch super. Dann machst du einfach eine Scheinehe mit ihr. Nova soll nie erfahren, dass du sie nicht wirklich liebst. Und wenn sie irgendwann im Laufe der Jahre dann endlich mal gefestigt ist, zu Vernunft gekommen ist und wieder zu uns nach Hause gekommen ist, dann könnt ihr euch ja wieder trennen. Das ist mir dann egal. Wichtig ist mir nur, dass Nova einen beschützten, dass sie beschützt wird und am besten von dir. Du kennst sie schließlich am besten. Aber Blake, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil, also... Nova liebt mich doch vielleicht nicht. Och, ich glaube schon, dass meine Tochter sich für dich interessieren wird. Schau dich mal an, du siehst sehr attraktiv aus. Und das ist eben das, was Blake jetzt von ihm verlangt. Und das ist natürlich für Dominik gut, weil er findet sie ja sowieso toll, Nova. Und er muss jetzt eben diese Beziehung mit ihr eingehen, die von ihrem Vater arrangiert wurde. Und das wird sie ja dann irgendwann rausfinden und ihn deswegen auch verlassen am Ende, ne? Das ist jetzt das, wie wir es machen sollen. Nova bekommt nach 24 Stunden ein Moodlet. Oh, ich bin gespannt, Melly, ich bin gespannt. Und Jessie's Black, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Auch dir ein frohes neues Jahr, schön, dass du da bist. Pracht des Ozeans. Nur wenige Dinge sind so bewegend, wie vom majestätischen, idyllischen Meer umgeben zu sein, steht jetzt hier nur. Okay, dann werden wir morgen zum Winterfest reisen. Und sie wird jetzt noch mit ihrem Vater telefonieren, wenn sie jetzt gleich fertig tauchen ist. Cyrus, hallöchen! Und Phoebe, bis zum nächsten Mal. Mach's gut! So, ihr Dad ruft sie jetzt an. Dad, hi. Nova, Schatz. Ich wollte nur anrufen wegen morgen. Du kommst morgen. Wir haben das fest vereinbart. Ja, Dad. Ich hab doch gesagt, dass ich komme. Wieso? Also, ich hab doch gesagt, dass ich komme. Ja, okay, gut. Ja, nimmst du bitte jemanden mit? Wen soll ich denn mitnehmen, Dad? Naja, du wirst doch sicherlich jemanden kennengelernt haben, den du mitbringen kannst. Ich weiß nicht. Doch, doch, du nimmst jemanden mit. Das ist mir wichtig, dass ihr zu zweit kommt. Und bitte einen vernünftigen, gut aussehenden, netten, charmanten jungen Mann. Dad, geht das jetzt schon los? Ich bin noch nicht mal zu Hause und du setzt schon wieder Forderungen. Nova, Schatz, ich mein's nur gut, aber... Ja, bringst bitte jemanden mit. Deine Mutter freut sich schon und bis morgen. So, damit hat er jetzt aufgelegt. Und jetzt wird Dominik sich bei ihr melden. Und ihr schreiben so, hey, wir wollten doch ein Date machen. Bist du ready? Kann ich dich abholen? So. Arspa. No. Wow. Ach so, Melly. Du meinst, dass es dann... Oh, du meinst, dass es dann wohl nicht geklappt hat, ha? Huh? Ach, schade. Willkommen zurück, Lena. Was telefonierst du denn am heiligen Sonntag so viel? Oh, Red hat viel Erfolg morgen. Oh, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Die 4 Tage schaffst du auch morgen. Viel Erfolg beim Arbeiten. So, da gehen wir jetzt zusammen mit Dominik hin. Ich glaube, es war nicht die echte Frucht, weil da dort auch alles auf Englisch standen. Aber das ist ja voll schade. Ich hätte es jetzt schon cool gefunden, wenn sie eine Meerjungfrau wäre. Aber wir können ja jetzt nicht einfach so tun, als ob, oder? Also ich meine, es gibt ja auch im Belohnungsstore die Möglichkeit, ne? Meerjungfrau zu werden. Oh Gott, wir müssen das hier noch machen, Leute. Oh Gott, wir sind richtig schlecht. Wie viel kostet die denn? Ja gut, das können wir uns schon holen, oder? Es gibt doch in Solani die Höhle, wo man die Frucht finden kann. Echt?
Ich war noch nie in der Höhle in Solani. Phoenix, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Heute die erste Nacht im eigenen Zimmer, wie aufregend. Oh, ich hoffe, dass er gut schläft heute Nacht. Genießt euren Abend, das hört sich ganz wundervoll an, Phoenix. Und ich hoffe wirklich, dass er gut schläft in seinem Bettchen. Schön. Bei mir hat es damals nicht geklappt mit der Frucht aus dem Belohnungstor. Okay, ich probiere es mal. Und Benedikt, willkommen im Stream. Dankeschön für deinen Follow. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Dann probieren wir das doch einfach mal damit. Vielleicht gibt es auch nur eine Chance, eine 80-prozentige Chance oder so, wisst ihr? Nee, das ist die gleiche Pflanze, schaut. Exakt die gleiche Pflanze. Vielleicht gibt es nur eine gewisse Chance, das zu schaffen. Anni, hallöchen. Leonie, willkommen zurück. Und Benedikt, willkommen im Stream. Hallöchen. Ja. Na, vielleicht gibt es da nur eine Chance. Oh. Oh. Aber sie hat wieder kein Moodlet erhalten. Ha. Ich weiß es nicht, Leute. Kaufen noch eins. Und noch eins. Sie haben doch das Geld. Die ungeduldige Sandri. Ne, ja. Das dauert immer etwas. Ne, ja. Huch. Ne, ja. Ich meine, man kann ja auch das Risiko. Man kann ja. Okay. Stopp. Bruder. Don't ziehen Sie sich nackt aus. Vielleicht dauert es, bis das Moodlet kommt. Das Moodlet kommt nach 24 Stunden erst. Ach so? Jetzt doch? Ach so, ich dachte, es kommt innerhalb von 24 Stunden. Jetzt bin ich verwirrt. Leute, jetzt bin ich richtig verwirrt. Naja, da haben wir halt jetzt ein bisschen was davon gegessen. Das macht doch nichts. Das macht doch nichts. So, er ist auf jeden Fall... Oh, Caleb ist hier. Das ist natürlich schlecht. Yips, yips. Ja, hi, Dominik. Oh, du siehst bezaubernd aus. Jetzt wollte ich Legola sagen. Du siehst bezaubernd aus. Mensch, du hast das Outfit an, das ich dir damals geschenkt habe. Ja, ich wollte nicht mit meinen Outdoor-Klamotten herkommen und ich hatte nichts anderes. Du siehst ganz bezaubernd aus. Ja, okay, danke schön. was machst du morgen? Morgen ist doch Weihnachten, oder? Ja, genau. Ich hatte da was mit meinem Kumpel vor. Mit deinem Kumpel? Ja, ja, genau, mit meinem Kumpel, weil natürlich hat er was mit seiner Frau vor an Weihnachten, ne? Da wollte ich mich mit ihm treffen, weil, weißt du, seine Frau hat ihn vor kurzem verlassen und er ist super traurig, deswegen wollte ich was mit ihm machen. Ach so, ja, okay. Wieso fragst du denn? Naja, mein Dad und, es war mein Dad, der hat mir gesagt, dass ich, naja, kommen soll und ich soll jemanden mitbringen. Dein Dad? Ja, ja, ja. Und er weiß jetzt schon von Blake, dass er sich an sie ranmachen soll. Deswegen merkt er jetzt den Wink mit dem Zaun, wisst ihr? Und er sagt jetzt, also morgen habe ich schon noch Zeit. Also ich kann noch meinen Kumpel übermorgen besuchen. Meinst du wirklich? Ja, ja, ich kann auf jeden Fall mitkommen, wenn Legola... Leute, jetzt sag ich die ganze Zeit Legola. Nova, wenn du Unterstützung brauchst, ich bin Elterns Liebling. Wie meinst du das? Na, ich komme gut an bei Schwiegereltern, denke ich mal. Also ich, ne, also... Naja, okay, aber nicht, dass du jetzt denkst, dass wir wieder zusammen sind. Also, nein, stimmt. Aber nee, alles gut, Sascha. Nee, alles gut. Soweit will ich nicht denken. Aber naja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns heute treffen. Und ich finde es irgendwie cool, mit dir zu deinen Eltern zu gehen. Aber wie gesagt, Dominik, wir brauchen meinen Eltern auch nichts vorspielen oder so. Sie wollten, dass ich jemanden mitbringe und... Du willst dabei sein, also, aber bitte denk nicht, dass wir jetzt direkt wieder ein Paar sind. Soweit bin ich nicht. Nein, alles gut, das würde ich nie denken. Als ob. Clarissi, Hallöchen und Teddy, Hallöchen. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Dann machen wir das. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, Leute, bis sie sich verwandelt. Was macht ihr jetzt? In die Wolken schauen hoffentlich. Oh ja. Ich weiß es noch nicht, Hannah. Was macht ihr denn jetzt? Könnt ihr zusammen an die Bar gehen und euch was bestellen? Ähm,
Schweinchen. Und Simsgirl, hallöchen, willkommen im Stream. Frohes neues Jahr dir. Oh, sie mag mixen, das ist ja cool. Hi, Nova. Oh, Caleb, hi. Ey, jetzt hat die uns das Weinchen weggenommen. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Magst du eine Runde joggen gehen? Ich weiß jetzt nicht, wo der Boy hin ist, ne? Das ist die Bar aus dem Solani-Pack. Aus dem, aus dem Pack, das bei Solani mit dabei ist. Inselleben-Pack. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Weiß ich nicht. Ach so, du meinst die gesamte Bar. Sascha, ich bin so doof, ne? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die aus der Galerie runtergeladen. Sorry, ich bin ein bisschen doof. Ich habe es jetzt erst gerafft, dass du die Bar meinst und nicht die Bar-Theke. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall aus der Galerie runtergeladen. Ha. Nee, ich würde jetzt nochmal joggen gehen, weil wir morgen ja zu unseren Eltern fahren und die sollen ja nicht denken, dass wir nicht mehr in Form sind. Ey, wir sind voll in Form. Guck mal, wir haben abgenommen. Wir haben richtig abgenommen. Großartig, das wird gut sein, weil unsere Eltern natürlich nicht sehen lassen, also wir wollen unseren Eltern natürlich nicht zeigen, dass wir uns haben gehen lassen, weil unsere Eltern sind ja schon sehr streng, was das alles angeht und die haben ja auch immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Entsprechend ist ja auch ihre Erwartung recht hoch. Steht der Name nicht da, wenn du reisen willst? Ich kann mal gucken. Okay, warte, wenn wir zu Hause sind, kann ich nochmal schauen. Kann ich gleich dann gucken. So. Wisst ihr noch, wann sie die Frucht gegessen hat? Wie viel Uhr das ungefähr war? Warte mal, wenn ich in den Baumodus gehe. Ach stimmt, wir haben ja den Baumodus freigeschaltet eben. Ich guck mal. Oh. Onali Beach Club. Onali Beach Club. Und Tabea, hallöchen. Grüße dich. Und Happy New Year auch an dich. Dankeschön. Ja, das ist er. Der Onalia. Ach ja, hab's reingepostet. Achso, sie geht nach Hause. Ich wollte gerade sagen, wieso lädt denn der jetzt? Wir gehen nach Hause! Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ach, ich muss mal die Tür nee, vorbei. Passt. Okay, keiner hat was gekauft. Dann schließen wir den Laden jetzt und gehen mal rein. Essen wir noch was? Nee, wir gehen schon mal schlafen. Ich hoffe ja, dass sie jetzt morgen dann wirklich diese Verwandlung hat, ne? Das wäre wirklich toll. Und Sims Girl, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Oh, das hört sich voll schön an. Wow. Schön, schön, dass du so einen schönen Abend gestern hattest. Das freut mich sehr zu hören. Jess, geht's dir gut? Schon ziemlich toxisch, die Beziehung zu ihren Eltern, wenn sie sich darüber Gedanken machen muss, wie sie aussieht, ja. Und deswegen sind ihre Eltern trotzdem sehr nette Menschen. Also, das Ding ist, dass... ich finde halt gerade deswegen diese Challenge so toll, weil jede Generation total anders ist als die Generation davor, ne? Und ich fand, als wir mit Blake und Kaori gespielt haben, waren sie auch toll. Es waren tolle Sims, es war eine tolle Beziehung zwischen den beiden, so... aber sie sind halt zum Beispiel jetzt weniger gute Eltern. Und das finde ich halt super spannend, dass sie alle eben so unterschiedlich sind. Na? Ich lasse sie jetzt nochmal schlafen.
Alles bestens und total müde von gestern, das kann ich nachvollziehen, ey. Dürfen auf dem Kanal auch Kinder mitschauen? Naja, also Twitch ist ab 13, Mifalin, und entsprechend ist auch mein Content ab 13. Also ich gucke halt schon, natürlich fluche ich auch manchmal zwischendrin, aber das ist im Fernsehen viel schlimmer. Also mein Kanal ist auf jeden Fall auch an Kinder gerichtet, aber es dürfen halt keine Kinder offiziellen Account auf dieser Plattform haben. Wenn du jetzt aber eine kleine Schwester hast oder einen kleinen Bruder, der zuschaut, dann... Also das ist ja kein Problem, weißt du? Und ich passe schon auf, dass ich jetzt nicht irgendwelche bösen Wörter benutze oder dass ich jetzt irgendwas ganz speziell thematisiert ist, ne? Also da passe ich schon ein bisschen auf, weil ich auch weiß, dass von manchen Zuschauern die Kinder mitgucken zum Beispiel, also jetzt entsprechend die Kinder oder die Geschwister, aber letzten Endes ist es natürlich kein Kinderprogramm. Also das ist, glaube ich, allen klar, aber ich achte da schon ein bisschen mit drauf. Deswegen sage ich aber trotzdem mal das F-Wort. Aus Versehen, ne? Ich will, dass du jetzt dieses Gen bekommst, Girl. Ich mache jetzt nochmal den Laden auf. Annika, Hallöchen. Und Sabrina, Hallöchen. Und Lara, Hallöchen. Und Thekla, Hallöchen. Das wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank. Sophia, ich habe ganz viele verschiedene Creator, aber ich kann es dir gar nicht genau sagen, ne? Nee, aber du hast absolut recht, Phoenix, dass die Beziehung nicht gesund ist zu ihren Eltern. Definitiv. Ja, wir müssen halt echt mal schauen, wann wir das dann jetzt machen, ne? Ich würde mir halt schon wünschen, dass sie jetzt gleich das Moodlet bekommt. Ey! Delfine rufen? Das kann man doch nur als... Scheinbar nicht. Ich glaube... Das Merkmal Kind des Meeres. Highschool-Abbrecherin. Ja, liebe ich. Okay. Ach so, Sims Girl. Ach krass. Da ich heute Morgen noch von 37 bis 10:45 gearbeitet habe. Ihr hattet heute Morgen auf. Ist nicht dein Ernst. Neujahr! Aber nur die Bäckerei, oder? Ich weiß es nicht, Lori. Wir sind uns alle irgendwie nicht so ganz sicher. Wisst ihr, warum ich das jetzt gerne noch vor dem Besuch der Eltern hätte? Ich würde ihr nämlich gerne ein krasses Umstyling geben. Lange Haare, vielleicht eine andere Haarfarbe. Wisst ihr, so ein richtig krasses Umstyling zu diesem Meerjungfrauentrieb. Und dass dann Dominik und sie zusammenkommen. Das würde ich mir halt wünschen, wisst ihr? Ja, das wüsste ich schon gern. Ne? Ja. Ja, Mifalina, dann entscheidest du das ja sowieso selbst als Mutter, ne? Also, und es ist ja deine Verantwortung zu gucken, was dein Kind guckt. Aber theoretisch natürlich, klar. Wisst ihr, was ich meine? Das fände ich halt schon cool. Wir wissen es nicht, Romy. Wir können ihr aber auch jetzt schon ein Umstyling geben, dass sie es halt fühlt, dass irgendwas anders ist und sie geht jetzt halt, also sie fühlt sich jetzt halt, guck mal, wie toll sie auch, also sie hat ja krass abgenommen und ich könnte mir schon, wir machen das so, hört zu. Sie hat jetzt halt ein bisschen abgenommen und denkt sich jetzt so, boah, okay, wenn ich später zu meinen Eltern muss, ich muss,
ihnen beweisen, dass ich ein krasses Leben habe, dass ich mich gut im Griff habe und so. Und am besten gehe ich jetzt nochmal zum Friseur und mache mir ein Styling und so. Und deswegen wird sie jetzt zum Friseur gehen und sich komplett verändern lassen, komplettes Umstyling nochmal machen. Und damit sie ihren Eltern beweisen kann, so, hey, schaut, ich habe mein Leben im Griff, mir geht's gut. Natürlich weiß ihr Vater alles und er weiß, dass sie nicht so wirklich viel im Griff hat. Aber das müssen sie ja nicht wissen. Also das weiß sie ja wiederum nicht, ne? Ja. Und es ist ja in Ordnung, sie muss ja noch nicht Meerjungfrau sein, um das trotzdem zu fühlen, sozusagen. Genau, wir könnten es auch cheaten, aber wir können jetzt auch einfach, wir haben es ja jetzt nicht eilig. Ich würde es halt für die Story machen. In Barbie kommt ja auch als erstes längeres oder andersfarbiges Haar. Also das quasi das erste Symptom ist. Ja, gute Idee. Umstyling, ja! Ich habe richtig Bock. Also ich weiß, wir haben ihr erst die Haare verändert, Leute. Aber ich meine also, ne? Ich will sie umstylen. Hallo? Nee! Ja, das haben wir aber gemacht. Simperli, das haben wir aber gemacht. Passt schon. Alles gut. Ach so, nee, Girl. Ach Gott. Baby, hallöchen. Willkommen im Stream. Mann, 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 ey. Poly 9 Mucosa. Krass, wie sie abgenommen hat, ey. So. Okay, wir gehen mal auf Alltag. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pipi-Pause und dann machen wir Umstyling, okay? Let's go. Rot sieht auch irgendwie cool aus, ne? Oh, Ämchen, das ist aber richtig süß. Also, wenn ich darf... Emma, dann würde ich auch einfach weiter Ämmchen sagen. Ich finde es richtig süß. Und Drulla, hallöchen! Okay, wie verliehen, super. Gut zu wissen. Schön. Das ist ein schöner Name. Also sie hat die ganze Zeit schwarze Haare gehabt. Das Ding ist, ihre Mom hat ja so bläuliche Haare. Wir dürfen jetzt auch nicht so aussehen wie ihre Mom, weil sonst machen wir ihr... Also, wir wollen ja auch nicht so sein wie die Mom, ne? Das dürfen wir nicht... Oh mein Gott! Also das sieht toll aus. Ich weiß nicht, ob die Farbe, aber das sieht toll aus. Nee. Genau, blau können wir aber eigentlich nicht machen wegen den Eltern, Leute. Das können wir wegen ihrer Mutter, das können wir eigentlich nicht machen. Sonst sieht sie ihr so ähnlich, das will sie, glaube ich, auch nicht. Ich muss ein paar durchklicken. Ich muss mich durch ein paar durchklicken. Sie ist sich auch unsicher. Sakura, hallöchen. Frisuren in einem Ombre-Look. Weiß ich nicht, ob ich da was hab. Ich klicke mich halt selten durch die Farben durch. Oh, das sieht auch toll aus. Da werde ich wieder direkt zum Sisi-Shoppen verführt. Ich finde, das ist frech. Und dann muss ich mir wieder sagen lassen, ja, Sandra, das liegt daran, weil du viel zu viel Custom-Content hast. Und dann sage ich immer so, ja, Leute, aber wieso habe ich denn so viel Custom-Content? Oh mein Gott, sie ist einfach wunderschön, ne? Kada, hallöchen, willkommen im Stream. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Hä, ich komme nicht mehr in den Stream. Du bist doch da, Girl. Oder kannst du mich nicht mehr hören? Die Frisur ist geil, aber was ist denn das hier oben? Was ist denn das für ein komischer Wirbel? Das verstehe ich nicht.
Das wäre natürlich auch eine tolle Frisur, ne? Echt? Habt ihr alle gerade ein Problem? Ah. Neu laden? Okay. Oh je. Leute. Komisch, bei mir wird gar nichts angezeigt. Komisch. Hey, gut, dass ihr wieder da seid, Leute. Okay, also wie findet ihr die da? Weil die finde ich jetzt auch nicht schlecht, die Frisur. Also auf die Farbe haben wir uns jetzt ja eigentlich schon geeinigt. Die würde ich jetzt nicht nochmal ändern. Nur vielleicht den Farbton. Aber ich glaube, wir waren jetzt alle relativ happy mit dem Rot. Nur vielleicht die Nuance würde ich dann nochmal abändern. Ich gehe nochmal hoch zu Nightcrawler. Sieht schon sehr hübsch, gell, Dinolein? Nee, ihr habt recht. Wir müssen ihr irgendwas Praktisches geben. Weil sie ist ja jetzt nicht so diejenige, die dann ewig vorm Spiegel steht. Ausrufezeichen Challenge sogar, warte, das sind die einzigen beiden Challenges, die wir gerade aktiv spielen. Und auf YouTube haben wir auch noch die eine Challenge, aber die ist im Video verlinkt. Dankeschön, Dinolein. Weil die ist dann im Video verlinkt. Ja, vielleicht haben die mir nicht gefallen, Shannon. Es gibt ein paar Alpha-Frisuren-Hersteller, die mir nicht gefallen. Die habe ich ganz, ganz fleißig aussortiert. Kann sein, dass es die vielleicht waren, die mir nicht gefallen haben. Boah, Emily geht mir auch so. Krass, gell? Wie schnell das jetzt rumgegangen ist. Ämchen. Was Offenes fände ich schön, ja. Also wir gehen gerade mal die Antos durch. Aber ich weiß nicht. Gut, da kann man ja die Curtain Banks nochmal ändern. Und Lia, Hallöchen, Moinsen. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Schön, dass du reinschaust. Ja, das stimmt, Busy Lady, gell? Hazel steht alles irgendwie. Die hat so ein richtiges Allrounder-Gesicht. Entschuldigung. Oh. Wo ist denn das, diese Strähnchen? Dreads stehen hier sicher auch gut. Sollen wir es mal ausprobieren? Ja, voll, Eva. Ich tue die Frisuren auch ganz oft Sims zuweisen, gedanklich. So, ah, das ist die Frisur von. Geht mir ganz oft so, ja. Es ist so schwer. Vielleicht Blumen die Haare aufzumöbeln. Ich weiß es nicht, Leute. Ich find's voll schwer. Oh! Nee.
Sie hat halt ein sehr spezielles Gesicht. Ihr wird nicht alles stehen. Also, das ist schon nicht so einfach, leider. Nee, ich finde auch irgendwie nicht, dass sie ein Lockenkopf ist. Also, ich finde Locken toll, aber ich glaube nicht an ihr. Das ist nicht einfach. Gleichzeitig glaube ich halt schon, dass das sowas ihre Frisur ist, weil sie steht nicht lang vorm Spiegel. Wisst ihr, sie will was erleben, sie will reisen und so. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie morgens ganz lange vorm Spiegel steht und sich die Haare schön macht. Und genau, Lori, das sehe ich nämlich auch so. Der Pferdeschwanz steht ihr mitunter am besten. Ich finde, es ist absolut ihre Frisur. Das ist perfekt für ihr Gesicht. Und das finde ich auch so krass, oder? Was die Frisuren ausmachen. Überlegt mal, wie die Frisur davor zu ihrem Gesicht gepasst hat und wie toll diese Frisur zu ihr passt. Nicht jeder hat ein Pferdeschwanzgesicht, aber sie hat ein wunderschönes Pferdeschwanzgesicht. Das steht ihr super gut, wenn sie den Zopf hinten hat. Ich glaube, das ist ihre Frisur. Oh, muss ich die jetzt bei jedem Outfit manuell ändern? Nee. Nee. Oh, scheiße. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das sind halt wichtige Outfits, die Erinnerungen und so, ne? Wobei ihr natürlich auch das Blond steht. Scheibenkleister. Was machen Sachen jetzt, Leute? Scheiße. Wir müssen eine Abstimmung machen. Das Blond sieht richtig nice aus. Okay. Blond. Rot. Ja, das Rot ist wirklich ein bisschen dunkel. Das Problem ist aber, dass die anderen Rottöne wiederum... Naja... Wenn's rot wird, aber das sieht auch irgendwie cool aus, ne? Mit den ganzen Strähnen. Ah. Genau, wir bleiben jetzt erstmal bei der Frisur. Wir bleiben jetzt mal bei der Frisur. Jetzt ist halt nur die Frage, welche Farbe nehmen wir? Ich nehme mal blond, rot und braun rein. Und dann können wir immer noch drüber diskutieren, welche Nuance von Farbton wir nehmen. Ihr könnt jetzt oben abstimmen. Ja, ich finde die Strähnen auch nicht schlecht, ne? Okay, blond macht auf jeden Fall das Rennen gerade. Ich zeige euch nochmal das Rot. Das wäre das Rot. Und Miss Kyla, willkommen im Stream, Hallöchen. Willkommen, willkommen. Und Dankeschön für deinen Follow. Das wäre das Rot. Und jetzt müssen wir dann, wenn ihr blond wählt, nochmal entscheiden, ob wir da eine Strähnchen-Variante nehmen, ne? Weil das hier zum Beispiel ist ja auch blond, aber halt mit den Strähnchen. Miss Kyla, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank und schön, dass du da bist. Hallöchen. Das ist schon geil, ne? Okay, blond hat auf jeden Fall gewonnen. Jetzt müssen wir überlegen, Leute. Mit Strähnchen oder ohne Strähnchen? Oh, vergriffen. Mit Strähnchen oder ohne Strähnchen? Ich mache wieder eine Abstimmung. Wir müssen das mit Abstimmung klären. Mit Strähnchen oder ohne. Mit besser ohne. Nee, ich schreibe nur ohne. So, Umfrage läuft. Ohne Strähnchen oder mit Strähnchen? Ohne Strähnchen oder mit Strähnchen? Kennst du den Film Barbie, Mermaida? Mermaida? Da bekommt Barbie auch rosane Strähnchen, als sich ihre Meerjungfrau-Kräfte zeigen. Das ist ja schon süß, ne? Heute geht's ja aber demokratisch zu. Ja, wir machen es allen recht. Okay, mit. Also die Strähnchen haben ganz eindeutig gewonnen. Okay.
Okay, dann möchte ich eigentlich nur schauen, ob wir... Ah, wartet. Ich wähle das einmal kurz überall aus hier. Ja, es hat eindeutig gewonnen, Haus hoch. Schön. Ich find's mega. Also mir gefällt es sehr gut. Das ist das, was ich mir unter dem Umstyling vorgestellt habe. Wirklich was komplett Neues. Ah. Hm? Ja. Und dann will ich nochmal schauen, ob es diese Frisur auch mit diesen Strähnchen gibt, die wir eben gesehen haben. Nee, ne? Das war klar. Da müssen wir halt echt bei dem Zopf jetzt bleiben auch. Knallhart, gell? Ja. Es wird nur dieser eine Zopf gehen jetzt, Leute. Ja, aber das ist... Oh, das sieht aber... Ja, okay. Gut! Ich glaube, ich möchte auch mal ihre Augenbrauen ein bisschen anders zupfen. Wir machen eine neue Zupftechnik. Seid ihr bereit? Nee. Boah, da wird Dominik aber ganz schön Augen machen, wenn er sie sehen wird. Uff. Hm. Und sie schminkt sich ja eigentlich nicht. Aber da wir jetzt zu unseren Eltern nach Hause fahren und es ja Heiligabend ist, werden wir uns entsprechend ein bisschen zurecht... Nova, übertreib doch nicht. Wir machen mit Naturtönen, mit irgendwelchen Erdtönen, die sie selbst zusammengerührt hat, einen kleinen Lippenstift. Nur so einen ganz dezenten Lippenstift. Der ihre Wangen, der ihre Lippen ein bisschen verändert. Ich könnte nicht mit so einem hohen Zopf schlafen. Ja, aber je höher der Zopf, desto angenehmer ist es auch wieder, ne? Also ich könnte es auch nicht, wenn er jetzt hier unten sitzen würde und die ganze Zeit auf meinen Kopf drücken würde. Mhm. Vielleicht so einen ganz leichten Blush. Nicht so, wie ich immer mache, weil ich rutsche immer mit dem Blush aus und ich sehe dann immer aus wie ausgerutscht. Wir machen, also heute bin ich nicht ausgerutscht, aber sonst rutsche ich manchmal aus und dann muss ich nach dem Schminken nochmal abschminken. Direkt nach dem Schminken erstmal so die Hälfte wieder verteilen. Nee, ich würde ihr tatsächlich ein neues Alltagsoutfit gerne geben. Deswegen würde ich jetzt auch hier direkt bleiben. Ja, wir bleiben hier und geben ihr ein neues Alltags... Krass, wie sie abgenommen hat einfach! Meine Güte! Girl! Sei doch bitte nicht so heiß! Ich verbrenne mir doch die Finger! Wenn... Oh, sag mal, Leute! Guckt mal! Sie hat ein bisschen krass abgenommen, oder? Also ich meine, ja, wir haben ganz schön Sport gemacht, aber wir haben es jetzt auch nicht übertrieben mit dem Sport. Hä, krass! Ziemlich skinny, gell? Aber ich hab nichts gemacht. Hm. Piercings, wir stechen jetzt eins. Das ist eine gute Idee. Oha! Das sieht voll gut aus! Ay caramba, ey, ay caramba, Dinolein. Diak, Hallöchen, das wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Es gab ein Update von Sims 4. Was? Hab ich nichts mitbekommen. Vielleicht liegt es am vermehrten Konsum der Meerjungfrauenfrucht. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich höre schon von die Mom, Kind, Nova, Kind, isst du auch genug? Nee, ich glaube, die wird eher sagen, Mensch, du hältst dich aber fit. Toller Körper. Und Edison, Dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. Oh, es clasht leider mit den Wimpern. Nee. Ohrringe, mhm, machen wir auch. Nasenpiercing, ja oder nein?
Vielleicht so einen seitlichen, ha? Huh? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Passt, glaube ich, nicht so zu ihr. Rebellion zum Winterfest. Aber als Mädchenfrau ein Nasenpiercing? Nicht zu den Eltern. Ja, vielleicht nicht, ne? Aber Ohrringe. Nicht dieses Sept. Und da muss ich immer an Kühe denken. Das ist eine Geschmackssache, ne? Das ist eine absolute Geschmackssache. Ich würde Ohrringe nehmen auf jeden Fall, ja? Mittig und klein fand ich eigentlich auch ganz süß. Aber lasst uns erstmal uns auf Ohrringe einigen. Vielleicht Muscheln oder sowas. Gibt es so Muschelohrringe? Augenbrauen? Kann ich auch gleich nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass ich sehen kann, von wem der Skin ist. Ich kann gleich mal gucken. Aber meistens wird es ja nicht richtig angezeigt. Meistens steht auch kein Creator dabei. Ich guck gleich mal. Ich habe zu wenig Ohrringe, Leute. Ich habe von Praline Sim so viel runtergeladen, aber ich habe einfach keine Ohrringe. Das ist richtig schade. Ich hätte gerne Muschel als Ohrringen. Okay, warte, ich gucke jetzt erstmal nach dem Skin. Ob ich das sehen kann. Nee, Schau steht nicht dabei. Oh, sie hat wilde Akne. Steht leider nicht dabei. Aber vielleicht ist das Piercing ein Statement für ihre Reisen. Oft haben ja auch viele Naturvölker Tätowierungen oder Piercings. Ja, aber ich glaube, dann würde ich ihr tatsächlich doch eher Tattoos noch geben, oder? Ja, Sumima, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gucke mal ganz gezielt nach Creatoren, die Schmuck machen. Boah, sie hat sich so verändert. Krass. Tattoos? Dann machen wir eh lieber Tattoos, ha? Huh? Wir haben ja eh mal gesagt, dass wir ihr pro Reise ein Tattoo mitbringen wollen. Ich glaube, wir haben es aber damals nicht gemacht wegen dem Skin, gell? Ah. Ja, warte, Dinolein, ich klicke mich mal noch ein bisschen durch. Der Skin ist von Sims 3 Melancholic. Echt jetzt? Clary, das weißt du auswendig? Ey, krass. Stammbaumbild, Babyface. Ja, das ist gut. Das hätte ich jetzt nett gemacht, ne? Weil ich es wieder vergessen hätte. Das ist gut. Oder sowas, hä? Ich meine, sie fährt ja schließlich zu ihren Eltern nach Hause. Zu Weihnachten. Obacht, ein Tattoo mitten ins Dekolleté. Um trotzdem ein Statement zu setzen. Und, Merle? Ist das dein Name? Ich weiß leider nicht. Oder, ja. Ich weiß nicht, wofür die X'er alle stehen. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Achtung. Tattoo! Sie hat ein Delfin-Tu tatsächlich. Delfin-Tu. Ein Delfin-Tu. Ja. Delfin-Tu ist ein Delfin-Tattoo, Leute. Delfin-Tu. Am Knöchel hat sie schon. Delfin-Tu. Sie hat ein Delfin-Tu. Hm. Oh nein! Okay. Ich wollte schon ein bisschen heulen, weil der Skin das bestimmt verdeckt hätte. Oh, das hier könnte ich mir vorstellen, von einer Reise vielleicht.
dass sie dieses Tattoo bei einer Reise gemacht hat. Ich hätte es aber gerne in einer anderen Farbe. Helena, hallöchen, willkommen im Stream. Du hast gerade Titanic geschaut. Oh, wie traurig. Oder das hier. Das finde ich auch mega. Und dann noch Schlangen, weil sie ist ja viel gereist. Als sie in der Pyramide war, ja. Die Schlangen. Oh, man sieht sogar, schaut mal, man sieht sogar ganz leicht. Jetzt noch vielleicht irgendwie eine Muschelkette oder sowas. Nägel machen wir jetzt nicht, wir brauchen es ja nicht übertreiben. Ja, krass, gell, Phoenix? Also irgendwie weiß ich nicht. Fände ich auch irgendwie süß mit einer Brille. Ja. Ich weiß nicht, also... Ich meine, sie wird ja auch nicht jünger. Vielleicht brauchst du jetzt eine Brille auf einmal. Sieht schon süß aus, ne? Vielleicht auch nicht bei jedem Outfit. Vielleicht jetzt für den Besuch bei ihren Eltern. Wisst ihr, dass sie sich halt auch eine Brille geholt hat? Genau, und wir haben echt nicht so oft Sim mit Brille. Ich lasse das jetzt mal. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt bei jedem Outfit gebe, aber ich glaube, bei dem Outfit finde ich es jetzt echt ganz süß gerade. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, sie hat ihre Eltern jetzt seit mindestens 5 Jahren nicht mehr gesehen und fährt jetzt wieder nach Hause. Und sie hat ihre Eltern das letzte Mal gesehen, als sie von zu Hause abgehauen ist, mitten in der Nacht, und hat seitdem auch kaum noch mit ihren Eltern gesprochen. Das wird schon schwierig, jetzt wieder aufeinander zu treffen. Na, also sie hat ihre Eltern jetzt ganz lange nicht mehr gesehen und es ist jetzt schon krass, wieder nach Hause zu gehen. Auch emotional für sie natürlich. Und ich glaube, dass es schon gut ist, zu sagen so, hey, schaut mal, ich habe mein Leben im Griff, mir geht's gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen, weil sie weiß ja, wie gesagt, nicht, dass ihr Dad alles über sie weiß. Sie hat ja gar keine Ahnung davon, dass ihr Vater sie die ganze Zeit beobachtet. Oh, die sieht irgendwie selbst gebastelt aus, die Kette. Schaut mal. Wollen wir ihr die Kette anziehen? Die sieht irgendwie so aus, als hätte sie sich die selbst gebastelt. Finde ich sehr süß. Ja? Okay. Die Armbänder, die sie schon immer hat, die lassen wir natürlich auch an. Ja, passt gut. Okay. Wieso hat sie schwarze Füße? Ach, sie hat Socken an. Oh. Ah. Ah. Ja, wir gucken jetzt mal nach den Schuhen. Boah, der Typ wird so Augen machen, ey, wenn der uns sieht. Der wird so Augen machen, Leute. Maniküre zu Weihnachten, meint ihr wirklich? Na gut. Na gut, überzeugt. Wenn es nicht mit den Wimpern clasht. Oh, es clasht. Also, warte mal, das sind ja auch die Sissi-Dinger. Moment. Die normalen clashen nicht. Selbst lackiert, aber natürlich. Boah, krass! Er wird seine Existenz in Frage stellen. Ich glaube auch. Sehr hübscher Sim, oder? Also, mega schön. Och.
Da müssen wir natürlich auch noch die Frisur ändern. Antonia meint, CC habe ich von verschiedenen Creatoren, aber ich habe meine liebsten Creator in der Liste. Wenn du Ausrufezeichen Sims Mods in den Chat schreibst, kommst du auf die Liste von meinen liebsten. Dinoline, du Mausi. Thank you. Die Dinoline hat dir gerade den Link reingeschickt, da kannst du mal draufklicken. Da kommst du auf die Liste von meinen liebsten CC Creatoren. Wir müssen jetzt halt erstmal schnell überall die Haare geben. Da wir halt überall eine individuelle Frisur gemacht haben, ne? Und Aria, willkommen zurück. Wir hatten ein großes Umstyling mit unserem Girl. Oh. Voll, ich find's richtig schön mit dem Base. Was? Dass es vom Basecamp aus lange Fingernägel gibt, wenn jemand das Wellnesspack nicht hat. Ja, finde ich auch richtig schön mit den Fingernägeln. Ja, Nova, müssen wir durch jetzt. Da müssen wir jetzt durch, Girl. Komm, komm, komm. Schon schön. Oh. Ja. Und noch das letzte Outfit. Come on, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Schön. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Outfits an. Moonlight Wolf, willkommen im Stream. Hallöchen. Guten Abend. Was sind das eigentlich für Stellen am Oberkörper? Was meinst du? Meinst du das hier? Oder was? Wir haben, wir haben Tattoos runtergeladen als Custom Content und die haben wir jetzt gegeben. Meinst du die? Also das ist halt so ein bisschen ausgeblichen, das Tattoo. Das passt aber ganz gut zu ihr, da sie ein Sim ist, der viel auf Reisen geht. Und wir haben halt gesagt, sie hat sich die Tattoos halt auf den Reisen gestochen, sozusagen. Michelle, gell? Ja, ja. Und Echos, willkommen im Stream und Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank dir. Willkommen. Ich würde sagen, anderes Tattoo. Wieso? Nee, alles gut, Moonlight. Ich bin ja froh, wenn du nachfragst, wenn du dich wunderst. Alles gut. Wir haben halt, also wie gesagt, zur Story passt. Ansonsten wäre mir das auch so ein bisschen zu verwaschen, ne? Aber hier passt es halt irgendwie gut rein, dass es halt schon so ein ausgeblichenes Tattoo ist. War wahrscheinlich nicht so gut gestochen einfach, nicht so tief gestochen. Und dadurch ist es halt schon ein bisschen ausgeblichen. Aber sonst, vielleicht können wir ihr auch mal ein neues Schlafoutfit gönnen, weil das war ja auch das, was sie sich notgedrungen da zusammengekleistert hat aus dem Haus, in dem sie gewohnt hat. Als erstes, vielleicht können wir ihr jetzt einen richtigen Pyjama kaufen, weil jetzt hat sie natürlich auch ein bisschen Geld verdient. Und ich würde auch sagen, dass wir ihr 1 bis 2.000 Simoleons abziehen, wenn wir jetzt dann aus dem Klamottenladen wieder rauskommen, weil sie hat natürlich jetzt richtig Geld bezahlt dafür, für die ganzen Sachen, für das ganze Umstyling. Dass wir das auch entsprechend berechnen. Sag mal, ich frage mich trotzdem, also ich meine, ich finde sie hat eine ganz, ganz tolle Figur, ne? Absolut. Ich frage mich aber trotzdem, wie das jetzt so krass sein konnte. Also, ob das jetzt wirklich an dem Meerjungfrauentrank lag, das frage ich mich wirklich. Und sie wird auch morgen, also an Silvester, im Spiel an Silvester, zur jungen Erwachsenen, zur Erwachsenen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen würde ich auch da ihr jetzt gleich schon mal vielleicht ein anderes Outfit geben. Wow, ey, was ist das denn? Oh mein Gott! Girl! Wow! Hör doch auf! Sage mal... Gerard, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. Das lag an dem Schneesturmhütten, an der Schneesturmhüttennacht. Ach so. Wann bekommt Nova eigentlich Kinder? Naja, sobald sie jemanden gefunden hat, mit dem sie ein Kind möchte. Oder ein Hopsala passiert, ne? Man weiß ja nie. Oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Das hat sie vielleicht auch auf einer Reise gekauft. Das ist doch ein tolles Outfit, oder? Für sie, das passt ihr gut. Und Emma Nutella, willkommen auch an dich. Und Dankeschön auch dir für deinen Follow. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid, ihr Lieben. Dann nehmen wir vielleicht das hier, hä? Das ist so ein Nova-Outfit, finde ich.
Schlicht, aber schön. Das könnte sie in Komorebi gekauft haben. Oh, da waren wir leider noch nicht, ne? Aber klar, können wir natürlich jetzt schon mal so sagen. Und vielleicht gehen wir einfach mit ihr mal nach Komorebi. Ist das ein Komorebi-Outfit? Dann geben wir vielleicht auch diese komischen Boots dazu, ha? Ha. Ha. Girl, ha. Ja. Ja, das... Ach, guck mal, ist ja in Ordnung. Es ändert aber nichts an der Geschichte, weil sie muss mit der ersten Affäre zusammenkommen. So steht es in den Regeln. Und ja, nach denen gehen wir jetzt halt, ne? Ich glaube, das könnte aus der Gegend kommen. Ja, das stimmt. Finde ich auch ganz passend. Ich weiß es nicht, Ina. Emma Nutella, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Thank you. Challenge ist neu, richtig? Und herzlich willkommen natürlich nochmal. Challenge ist... Also wir spielen die Challenge jetzt in der dritten Generation, Linda. Genau, ist die dritte jetzt. Ja, jetzt... Also, ja, dadurch, dass es... Ah, ich weiß auch nicht, Leute. Sollen wir offen? Ich weiß es doch auch nicht. Aber mit dem Ranger, also nur weil der Ranger ganz gut aussieht, brauchen wir ja nicht mit dem zusammenkommen. Also ich, also das Ding ist, sie hat ja noch den Brieffreund und mit dem hat sie halt schon ganz viel geschrieben und so. Und ich glaube, das passt schon gut, dass sie dann irgendwann diesen Brieffreund das erste Mal trifft eben, weil die haben ja immer nur miteinander geschrieben, dann treffen die sich das erste Mal und dann kommen sie halt zusammen. Das passt schon ein bisschen besser, als jetzt den Ranger zu nehmen, den sie einmal gesehen hat, der sie allein in der Schneehütte zurückgelassen hat, weil er nur mit ihr schlafen wollte und nur weil er ganz gut aussieht. Also, Leute, nicht immer nur nach dem Äußeren gehen, ne? Ich sag's, wie es ist. Wir müssen auch auf die inneren Werte der Menschen achten. Besonders auf die. Und auch bei den Sims achten wir auf die inneren Werte. Genau, Viala, du kannst einfach auf den Stammbaum selbst klicken, dann kannst du dir den ganz in Ruhe zusammen... genau, hast schon gesehen, gut. Ganz in Ruhe anschauen. Ah. Und Lisa Lee, willkommen zurück, Hallöchen. Hm. Wow, Phoenix, ey, ich hoffe, die kriegen das schnell in den Griff. Ah. Ob wir nur kurz Haare und Alltagsoutfit machen wollten? Ja, ob es wieder ausartet? Maybe. Der Ranger war ja voll der Blödmann. Ja, der hat sie halt einfach voll ignoriert, ne? Und einfach sitzen lassen. Ich bin auch nicht so ein Fan von ihm. Ich meine, wir haben ja auch bewusst jetzt keine krassen Dialoge mit dem Typen geführt oder mit den Männern geführt, die sie halt für die Challenge jetzt mal kurz kennengelernt hat, weil wir auch keine Bindung zu denen aufbauen wollten, ne? Das war ja schon sinnvoll, dass wir die nur kurz begrüßt haben, sozusagen. Das ist doch süß, guck mal. Ja, Gino, nein? Ja, Linda, ganz gut, danke schön. Ich hoffe, du auch. Und Little Girl, Hallöchen. Genau, das ist die Unterschied im Stammbaum-Challenge. Ach so, habe ich mich da verschrieben? Nee, okay, ja. Unterschied im Stammbaum-Challenge ist das genau. So, das hätte mir passieren können. Ich verschreibe mich oft. Oh, das ist doch richtig süß, oder? Gespeichert? Nee. Nee, wir haben jetzt vielleicht noch gar nicht gespeichert einmal. Das können wir natürlich noch nachholen, die Sache mit dem Speichern. Ganz viel Spaß, Carina. Ich habe in der ersten Generation von der Unterschiede, von der Challenge 11 Kinder bekommen. 10 Mädchen. Und dann habe ich mir vorsichtshalber einen Boy adoptiert. Wurde mir ein bisschen zu stressig. Oh, Antonia! Das ist eine wilde Nummer, ey. Boah, da war das Mädchenglück aber anders wild bei dir, ey. Oh, so viele Mädchen. Ach, du grüne Neune.
Mein Sim ist gerade an der Uni, dauert gefühlt länger als mein Studium. Oh mein Gott, Echos. Ja, es ist aber wirklich so, ne, dass die Studiengänge bei Sims super, super lange dauern. Ich habe deswegen extra eine Mod im Spiel, die meine Studienzeit verkürzt. Weil mich das so genervt hat, dass es so lange ist. Und ich habe auch eine Mod drin, also das ist, glaube ich, die gleiche Mod. Nee, und über den MC Command Center Mod habe ich eingestellt, dass die Hausaufgaben, also die Uni-Hausaufgaben, schneller von der Hand gehen. Ja. Fertig! Was sagt ihr? Hä? Schaschö, oder? Wow! Jetzt können wir zu unseren Eltern, ey. Das machen wir jetzt. Da gehen wir hin. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt habe ich das Foto nicht gemacht. Wie sieht sie denn im Stammbaum aus? Ist sie da noch Teenager? Wie lange habe ich nicht mehr aktualisiert? Scheiße, sie ist noch ein Kind. Oh Mann, müssen wir nochmal rein. Schade. Wir speichern erstmal, hm? Ja, wir bezahlen jetzt auch gleich. Wie viel soll man bezahlen? Was meint ihr? Was ist das Outfit, die Frisuren, das alles wert? Was würdet ihr dafür bezahlen? Haut mal eure Preise in den Chat. Ausrufezeichen Sims-Mods, Echos. Dann kommst du auf meine Modliste. Da sind alle Mods verlinkt, die ich im Spiel habe. Da müsste die auch mit dabei sein. Musst du mal ein bisschen durchlesen, was da so drin steht. 1500, 2000, 500, 1000. 1500, 800. Ja, wobei wir das jetzt nicht als Referenz nehmen können, das Outfit. Müssen das hier eigentlich als Referenz nehmen, weil sie ja nicht den ganzen Tag die Brille trägt. Pia, hallöchen. Good day. Blondierung war bestimmt teuer. Ja, machen wir mal 1000 mindestens, ha? Huh? Okay, mach mal mindestens 1000. Ich würde 1000 machen. Genau, Tattoos, wobei wir die ja eigentlich extra gemacht haben. Aber Tattoos, Schmuck, den hat sie sich aber auch selbst. Wir machen 1000, das passt. Alles gut. Ich glaube, da sind wir mit einem guten Wert dabei, Leute. Jetzt speichere ich das kurz ab. Wo ist denn mein Plumtree drin? Hier. Unterschied im Stammbaum. Nova. Und zwar erwachsen. Das ist dann auch schon gleich ihr Erwachsenen-Umstyling. Wir machen dann nicht nochmal ein Umstyling. Vielleicht erst, wenn sie dann schon Kinder bekommen hat, dass wir dann nochmal ein bisschen umstylen. Unterschied im Stammbaum, Nova. Oh, und ihre Eltern kriegen dann auch bald einen Seniorenskin, ne? Ich mache das Bild mit dem Snipping-Tool. Das ist ein in Windows vorinstalliertes Tool. Sie ist hochgeladen! Gut! Warum trägt sie Socken bei einem Outfit? Ja, warum nicht? Socken sind toll. Und machen die Füße warm. Ich trage auch immer Socken bei meinen Outfits. Wichtige Frage. Dominik soll doch die erste Affäre sein. Wenn Nova aber vorher keine Beziehung hatte... Ja, darüber haben wir auch gesprochen. CCB, darüber haben wir auch gesprochen. Aber wir haben das so gesehen, dass halt diese... Affären heißen, weil sie relativ gleichzeitig stattfinden und keine festen Beziehungen sind, weißt du? Weil, also, wir haben halt auch gesagt, da steht halt nicht, habe 5 feste Beziehungen und heirate dann die erste Beziehung. Wir haben halt gesagt, das bedeutet halt einfach, dass sie 5 Partner insgesamt mal haben sollte und das halt aber ohne, dass sie jeweils eine feste Beziehung mit denen eingeht und ohne, dass sie, also und auch mehr oder weniger gleichzeitig, also dass sie die so nacheinander hat, ohne da irgendwie jetzt auf eine Beziehung zu gehen. So haben wir uns das einfach interpretiert, weißt du? Wir haben das in der Community dann besprochen und dann gesagt, okay, da macht das halt so Sinn, weil wir waren uns auch sicher, wie wir das verstehen sollen. Aber so haben wir es dann letzten Endes jetzt gesagt. Ja. Boah, das glaube ich dir, Emma, da wäre ich auch sauer. Da wäre ich auch sauer, wenn das Spiel einfach abstürzt. $6.323. Haben wir 1000 Emoleons bezahlt. Dann reisen wir jetzt zur Familie. Mit dem Boy. Und Jimmy natürlich.
Oh Gott, das wird jetzt ein richtig wilder Schritt für sie, zurück zur Familie. Das wird nicht einfach. Oh mein Gott, okay. Ja, das ist einfach kompliziert, CCB. Wir waren auch unsicher, ne? Also, Antonia, letzten Endes ist es ja immer noch deine Challenge. Also, wir machen das ja auch so. Also, wir halten uns schon an die Regeln, aber es passiert ganz oft, dass wir trotzdem die Regeln ein bisschen definieren, so wie es für uns dann ganz gut passt. Also, den Hund können wir einfach rufen, Kaya. Wisst ihr, also, wenn du eine Challenge spielst, dann würde ich einfach, wenn ich du wäre, versuchen, mich so gut wie möglich an die Regeln zu halten. Aber wenn du zum Beispiel, mal angenommen, in den Regeln steht, du darfst nur 2 Kinder bekommen, dann bekommst du halt zufällig noch ein drittes oder zu aus Versehen Drillinge oder sonst irgendwas, dann ist das halt so. Also verstehst du, da würde ich nie sagen, ja geht jetzt aber nicht, Challenge verloren, sondern dann ist das halt so, dann hast du halt 3 Kinder. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel ein Bestreben nicht erreichst, aber das ist das Ziel von der Challenge, dann würde ich auch nicht sagen, ja verloren, dann würde ich halt einfach sagen, okay, was fehlt denn noch zum Bestreben erreichen, kann ich vielleicht ein anderes Bestreben machen und das dafür erreichen, also letzten Endes machst du das immer so. Na, wie du das machen möchtest. Ja, aber wenn ich auf Add gehe, Manu, dann kommt es doch drauf. Wenn ich jetzt sage 1000 Simoleons und dann Add, dann zieht er das doch drauf. Weil der addet es doch dann, oder nicht? Na? Dann jetzt müssen wir erstmal in den Baumodus. Um einen Tannenbaum aufzustellen. Ach nee, ernsthaft? Wenn ich ein Minus davor mache, macht das... Manu, danke for the information. Mach nochmal Musik an, solange wir jetzt hier zu dem Baum schmücken. Danke für deine Information. Also für die Information. Das wusste ich nicht. Cool. Ist gut zu wissen. So. Wir brauchen einen Baum. Okay. Ich weiß noch nicht, Lisa, aber wir machen jetzt auf jeden Fall noch das Gespräch mit den Eltern fertig. Also das müssen wir jetzt noch machen. Sehr wichtig. Ja, schöner Baum. Ja, gut. Ja, das passt schon. Viel mehr müssen wir jetzt nicht machen, ne? Oh, das weiß ich nicht, Sascha. Das hört sich komisch an. Okay, Lisa, aber schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir gehen jetzt mal zusammen hoch. Hi, Dad. Nova, Mensch. Da bist du ja. Wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen. Dass du auch einfach abgehauen bist. Dad... Muss das jetzt sein? Nein, alles gut. Ich meine ja nur, ich find's schön, dass du heute da bist. Zur Runde hinzufügen. Ist sie schon Seniorin? Nee. So, wartet. Das Haus ist relativ klein, also das ist nur ein Apartment, also klein, es ist schon ein großes Apartment, aber es ist ein Apartment. Und ich habe, also hier ist Wohn- und Essküche, hier ist das Zimmer von Nova, oder es war zumindest ihr Zimmer, das ist ein zweistöckiges Zimmer, was sie hatte. Prinzesschen halt, ne? Dann gibt es noch das Badezimmer, die Sauna, Schlafzimmer und das Arbeitszimmer. Genau. Mehr gibt's nicht.
Kleines Haus, ja, groß, aber, ne, ihr wisst schon. Nova. Hi, Mom. No, sie sieht so anders aus jetzt. Oh, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen jetzt, ne? Nova, du siehst so anders aus. Mensch, du hast dich so verändert. Und Dominic denkt sich so, oh mein Gott, sie sieht so wunderschön aus. Wie kann man denn so schön sein? Wow. Ja, ich war beim Friseur vor kurzem, weißt du? Wow, du siehst so toll aus. Und deine Figur. Man sieht dir, dass dir das Strandleben gut tut. Ja, aber es würde ihr auch gut tun, wenn sie hier bei uns leben würde. Dad, ich bin erwachsen. Ja, mittlerweile bist du erwachsen. Aber als du ausgezogen bist, warst du noch ein Kind. Ich war Teenagerin, Dad. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es schon schön, dich wieder zu sehen, Schatz. Und Opa kommt auch vorbei. Opa kommt vorbei. Ja, natürlich kommt Opa vorbei. Seitdem Oma gestorben ist, ist er sehr alleine und einsam. Und natürlich versuche ich ihn so oft es geht hierher zu bringen und einzuladen. Oh ja, das ist schön. Ich freue mich, ihn zu sehen. Diese zwei Turteltauben. Und wen hast du uns da mitgebracht? Das ist Dominic. Dominic! Hallo, Dominic! Schatz, hast du nicht einen Kollegen mit dem Namen Dominic? Nein? Nee, ja, bestimmt. Ich meine, da kenne ich viele Dominics. Also, weiß jetzt nicht so genau. Aber, nee, Dominic und ich, wir kennen uns noch nicht. Hallo, Dominic! Hallo, Sie sind Blake? Ich bin Blake, aber du kannst mich ruhig duzen, das ist gar kein Problem für mich. Okay. Ja. Dominic ist aber nur ein Freund, Dad. Nur ein Freund? Ja, es ist nur ein Freund. Oh, okay. Ich dachte, du bringst deinen festen Freund mit. Naja, ich habe halt gerade keinen festen Freund, Dad. Ach so, okay. Ja, gut. Naja, auf jeden Fall, schön, dass ihr da seid. Wo ist denn Mai? Mai, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie heute frei. Manchmal gebe ich ihr zu Festtagen auch mal frei. Oh, okay. Schade. Wieso? Naja, ich hätte sie schon gerne getroffen. Können wir den Geldbaum ernten? Oh. Ja, Lisa Lee, leider. Macht es, Luisa. Schön, dass du da warst. Viel Erfolg mit deinem iPad. Ja. Bis dann. Und Brina, Hallöchen. Okay, vielleicht können wir einen koketten Witz reißen oder so? Wir machen mal ein Kompliment übers Aussehen und sagen ihm, er sagt jetzt, Nova, du siehst wirklich toll aus heute. Ja, danke schön. Du auch. Ja, du siehst auch gut aus. Aha. Ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nova, du schenkst mir was. Naja, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Okay. Sie schenkt ihm einfach ein Foto. Naja, ich habe ein Foto von meiner Reise für dich mitgebracht. Von deiner Reise. Oh, Nova, wie aufregend. Cool, dankeschön. Das ist ein tolles Geschenk. Danke, Nova. Ja, es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist nur eine kleine Aufmerksamkeit von meiner Reise. Naja. Aria, morgen nicht. Ich stream montags normalerweise nicht. Aber am Dienstag bin ich wieder da. Wahrscheinlich gegen 17 Uhr. Montags ist immer mein Aufnahmetag, weißt du, für YouTube. Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Oh, eine rote Rose. Das ist aber aufmerksam von dir. Ist nur eine Kleinigkeit, Nova. Ich habe einiges wieder gut zu machen, habe ich das Gefühl. Blake, sag ich schon. Dominic, ich weiß nicht, was du vorhast, aber bitte gib dir nicht zu viel Mühe. Aber ich meine, eine kleine Rose, das schadet doch nicht, oder? Naja, okay, also, ja, wie du meinst. Okay, unser Verhältnis entspannt sich langsam, das ist gut. Oh mein Gott. Er hat ihr auch noch eine Botschaft währenddessen gemacht und hat gesagt, Nova, ich werde immer für dich da sein, jeden einzelnen Tag. Meine Liebe für dich wird immer weiter wachsen und ich habe es dir schon gestern gesagt, als ich dachte, dass du vielleicht, oh Gott, ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können. Du bist mir sehr wichtig und es war der größte Fehler meines Lebens, dich zu verlassen, Nova. Bitte verzeih mir, kannst du mir verzeihen? Und sie sagt jetzt, ach,
Dominik, ich habe mir wirklich geschworen, mich nicht mehr auf dich einzulassen. Du hast mir so wehgetan, du hast mir so das Herz gebrochen. Naja, aber schau, es ist so eine lange Zeit vergangen und... Hallo? Dominik! Komm hierher, wir reden gerade miteinander! Jetzt hat er sich zu den Eltern gesetzt. Wow. Gut, dann setzen wir uns halt alle zusammen dahin. Oh Mann. Weihnachten bei den Eltern, Leute. Oh, Pia, du hast es eingelöst. Eine neue Community-Challenge, eine Shell-Challenge. Möchtest du selbst eine Shell bauen, Pia? Oder soll ich die Shell zusammen mit dir bauen? Also möchtest du mir im Stream sagen, von wegen, mach die Wand weiter rüber, mach die Wand weiter darüber? Oder willst du, dass ich es komplett selbst mache? Die drei Optionen. Was willst du machen? Wie cool. So, gibt's auch was zu essen? Hallo, Opa. Nova, wie schön, dich zu sehen, Schatz. Wie geht es dir? Nova, du siehst ganz wundervoll aus. Danke, Opa. Nein, wirklich, du bist einfach so gewachsen. Naja, ich bin halt jetzt erwachsen, Opa. Du bist so dünn. Schatz, du bist so dünn. Nein, ist sie nicht. Grandpa, sie sieht super aus. Naja, aber du kannst schon ein bisschen mehr essen, oder? Mach du es lieber, wenn es dir passt. Okay, ja klar, kann ich gerne machen. Dann, machen wir das. Pia, hast du am Dienstag Zeit? Bist du am Dienstag im Streamy zufällig? Am Dienstagabend? Weil dann könnte ich das vorbereiten, das Dokument und dann die Challenge bauen. Dann kannst du dir, wenn du Zeit hast und trotzdem dabei bist, mir ja trotzdem sagen, ob ich es noch schwerer machen soll oder ob das so für dich passt. Bandtrip. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Nicole, ich habe neue Kanalbelohnungsaktionen drin und die Pia hat sich gewünscht, dass wir als nächste Community-Challenge eine Shell-Challenge machen. Das heißt, ihr habt dann ungefähr eine Woche Zeit, die Shell einzurichten. Das heißt, ich baue ein Grundgerüst, entweder mit der Pia, wie gesagt, oder die Pia überlässt es komplett mir. Dann baue ich euch eine Shell und dann könnt ihr die Shell einrichten. Oder, ja, klar. Ja. Serge Blue. Schmazel. Gibt's jetzt auch mal Essen oder was? Okay, Pia, dann gib mir doch einfach ein paar Infos schon mal. Gib mir doch mal ein paar Infos. Willst du, soll es ein zweistöckiges Haus sein? Aber richtest du es dann auch ein? Ich kann es dann auch einrichten, klar. Soll das ein zweistöckiges Haus sein? Soll das ein Tiny House werden? Eine Tiny Shell? Soll ich, verwinkelt? Also, weißt du, vielleicht so ein paar Infos einfach? Ja, oder wir machen die jetzt noch fix, die Shell. Ich meine, so eine Shell ist ja schnell gebaut. Wenn du noch ein bisschen drin bist, dann können wir es auch gleich machen. Und hochladen. Ja, keiner macht Essen. Das ist ein bisschen schade, gell? Schatz, ich bin echt froh, dass du da bist. Ach, Mom. Kommst du bitte jetzt öfter vorbei? Es ist so schwer ohne dich. Ich hab dich so vermisst. Ach, Mom, du bist doch eh so viel arbeiten. Na und? Trotz meiner Arbeit denke ich viel an dich und denk darüber... Schatz, ist das ein Tattoo? Ja? Du hast dich tätowieren lassen? Mom, ich bin alt genug. Ja, ja, Entschuldigung, du hast recht. Ja, du hast recht, Schatz, du hast recht, du hast recht. Aber ich meine nur, also, ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich regelmäßig besuchen würdest mit deinem Vater zusammen. Ja, Mom, wir können uns auch mal zu zweit treffen. Ja, naja, Schatz, kommst du denn an deinem Geburtstag vorbei? Naja, er ist in 2 Tagen, Mom. Ich komme noch nicht in 2 Tagen schon wieder hierher. Doch, klar. Kannst du doch machen. Ja, die Butlerin ist leider heute nicht da. Die hat wohl frei bekommen. Ich finde es richtig schade, weil es ist ja eine gute Freundin von Nova. Hm. Zweistöckig, aber nicht so groß. Kanten, Ecken, vielleicht auch runde Wände. Okay, ich mache die gleich. Ich mache die Shell gleich fertig. Angst vor dem Lebensende. Ja, ja, vielleicht können wir das mit Mom mal besprechen.
Aber über Ängste reden hat ja leider nicht gebracht. Wir müssen mit jemand Älteren reden. Da müssen wir mit unserem Grandpa reden. Wo ist er denn jetzt? Opa, wo bist du? Ja. Gott, ist Opa wieder gegangen, kann es sein? Der ist gestorben, wer? Vielleicht ist sie gefeuert worden. Nee, sie ist noch in der Liste. Also sie ist auf jeden Fall da. Sie hat jetzt frei heute. Kann ja schon passieren, dass sie mal frei hat. So, dann rufen wir ihn wieder an. So, er kommt. Dann warten wir kurz. Ich meine, wir können natürlich Mai schon anrufen, aber vielleicht treffen wir sie einfach dann einen Tag später, dass wir mit ihr zusammen zum Café gehen. Naja, eine Shell ist ja schnell passiert, Lisa Lee. Ist ja kein eingerichtetes Haus. So, dann können wir vielleicht jetzt mit ihm mal darüber sprechen, weil ich glaube, das geht nur mit einem Senior. Über Ängste reden. Ich weiß nicht, ob das das ist, ehrlich gesagt. Oh. Hat es ihr jetzt geholfen? Und Meloni, willkommen zurück. Hallöchen, Girl. Ich glaube, das geht tatsächlich nur mit einem Senior, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja auch mit den anderen schon über Ängste geredet und es hat nie geklappt. Ich glaube, du musst einen Senior befragen. Tatsächlich. Ja. Und Lara, dankeschön für dein Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Okay. Ja, gut. Also, ich glaube, ihr reicht es danach auch wieder, ne? Gibt übrigens auch eine Trankbelohnung gegen Ängste. Mit dem gehen dann die Ängste weg. Oh, was war das für eine Umarmung? Okay, ja. Ja, ich finde es gar nicht so nervig mit den Ängsten. Es geht eigentlich. Gut, ich würde jetzt einfach sagen, dass sie noch den restlichen Tag jetzt hier bei der Family verbringt. Und wir beenden die Unterschiede im Stammbaum-Challenge jetzt und machen noch die Shell für euch, damit ihr dann was zum Bauen habt. Und ich speichere das Ganze mal. Dann beende ich jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme. Und wir bauen gleich die Shell. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt die Unterschiede im Stammbaum-Challenge weitergeschaut haben. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich hoffe, euch gefällt die Challenge. Ich hoffe, euch gefällt die Richtung, in die wir gehen. Und ich hoffe sehr, dass die neue Nova euch gefällt. Die hat ja schon ein krasses Umstyling jetzt bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder, beim nächsten Part wieder. Und auf Wiedersehen und Tschüssli. Bye, bye.